Und hallo und herzlich willkommen zur Sprechstunde Nummer 28. Ganz kleiner Soundcheck hier, ob alles funktioniert und ob wir loslegen können. Sollte eigentlich alles funktionieren. Ich hatte für einmal mehr als genug Zeit, alles vorzubereiten. Ich habe es nämlich schon ja, am Vormittag oder am Nachmittag zusammengesteckt, die ganzen Kameras und Sachen, aber äh, sicher ist sicher. Also wir haben Kamera 1 hier, wir haben die klassische oben drüber gucke Kamera und Novum, wir haben noch diese Kamera hier hinten, dass man noch ein bisschen mehr vom Pult sieht. Äh, die Kamera da hinten, die da noch steht, ist vor allem auch da, um mal zu schauen, wie lange es dauert, bis sie heiß wird und abschaltet. Also gelegentlich werde ich einfach darüber schalten, und um zu gucken, wie es läuft. So, da kommen schon die Berichte. Vielen, vielen Dank, Markus. Klingt super, sagt der Schreckschraub ist auch wieder da. Alles okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Carsten bestätigt, es klingt gut, da bin ich doch sehr froh, weil ich habe wirklich ein bisschen umgebaut <laughs> im Livestream-Setup. War ein bisschen eine Bastelei in den letzten, ja was war es, in den letzten Tagen habe ich da ein bisschen umgebaut, wieder viel, viel gelernt über Livestreamen, weil äh Erst hatte ich ja überhaupt keine Ahnung von Video. Das war vor drei Jahren. Da habe ich in den letzten drei Jahren sehr viel gelernt und äh, irgendwann habe ich ja auch mit diesen, ja, vor 28 Folgen habe ich damit angefangen und auch sehr viel über Livestreams gelernt. Und äh, Livestreamen ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer als Videos machen, Videos voraufzeichnen. Nein, bei Live muss man noch viel, viel mehr im Auge haben und gerade das abstimmen von ton und bild das alles synchron ist ist unglaublich schwierig aber äh, ich glaube jetzt habe ich wirklich eine sehr sehr einfache lösung gefunden weil komplexe lösungen sind immer ja ver verlockend einfach aber äh, ich brauche ja was was wir sagen auf Schweizerdeutsch immer sicher Ich erkläre das auch in Videos immer wieder. Das heißt einfach, man muss einen Knopf drücken können und es soll loslegen. Und äh, daran habe ich jetzt ziemlich lange gebastelt und jetzt funktioniert es wirklich sehr, sehr zuverlässig. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, ist müssen wir schauen, wenn ich die Kamera wechsle. Zack, Zack, Zack. Das geht so schnell inzwischen. In letzten paar Livestreams war das immer ein bisschen langsam mit diesem Kamerawechsel. Und. Des Rätsels Lösung, mein Mac Mini M1 war eben doch zu schwach. Ich teste aktuell noch den Mac Studio, den neuen, den M2 Max Mac Studio, und über den läuft jetzt der Livestream. Dafür habe ich alles umgebaut, alles neu verkabelt, alles neu gedacht und äh, siehe da, es hat ja vorher auch funktioniert, aber es läuft jetzt alles merklich schneller und stabiler. Das ist wirklich erstaunlich. Also, dass dieser Livestream jetzt äh, noch zuverlässiger ist liegt nicht nur daran, dass ich alles äh, ein bisschen schlauer und neuer verkabelt habe, sondern auch daran, dass äh, der Mac Studio mehr Rechenleistung mitbringt. Das ist wirklich äh, habe ich ein bisschen ich habe es ja befürchtet, äh, aber ich habe es auch ein bisschen untergeschätzt und gedacht, ich komme mit meinem M1 Minimum Mac Mini mit 8 GB RAM durch, aber äh, ja, der M1 Max Mac Studio ist hier schon ein kleiner Segen. Ah, guck, das jemand auf St. Gallen. Hallo Marcel, hast du schon eine, hast du schon das Auto getestet? Ah, er ich meint das Apple Auto. Äh, nein, aber da gab es ja jetzt die lustigen Gerüchte, dass sie da eine, eine Teststrecke haben irgendwo in den USA. Aber ich wage mal die Behauptung, da haben wir alle erste. Äh schon die zweite oder dritte Generation der Apple-Brille der Vision Pro auf, bis es da mal Richtung Auto geht. Das, ich denke, das wird noch viel, viel länger dauern, bis da irgendwo mal was rauskommt vielleicht. Aber ja, wenn wir es schon vom Auto haben. Ich fand es auch ein bisschen auffällig, dass letztes Jahr an der WWDC hatte CarPlay einen großen Auftritt da, wo es dann geheißen hat, nächstes Jahr kommt es dann, sprich 2023. Und dieses Jahr, wo es kommen sollte, das rundum überarbeitete Wunder CarPlay. Haben Sie an der WWDC gar nichts dazu gesagt? Also, ja. Ja, da muss man schon noch ein bisschen Auge drauf haben. So, und jetzt bin ich neidisch. Pico ist in Venedig. Da war ich schon ewig nicht mehr. Jetzt, wo ich es schätzen würde, wäre es sicher, würde ich da wirklich gerne hin. Ich war als Kind ein paar Mal da und habe es immer doof gefunden. <laughs> Heute bereue ich, dass ich es da nicht ein bisschen mehr genossen habe. So. Was auch immer ganz wichtig ist, ist Österreich. Ich lese ja immer alle Ortsnamen aus Deutschland durch und überlege, wo sie sind. Aber Österreich, sind auch sehr, sehr viele Leute aus Österreich, die jeweils hier zugucken. Und äh, ja, wenn man aus dem einen kleinen Land kommt, macht man gerne den Fehler, das andere kleine Land zu vergessen. Obwohl das andere kleine Land ja ein bisschen mehr Einwohner hat, glaube ich. Aber ich bin da auch geografisch nicht mehr ganz so auf Zack. So, Fachfrage. FC10, erstes Fazit zur Epix Pro. Zu der da hier. Ganz ehrlich, ich habe die Epix Pro noch praktisch gar nicht getragen, weil. Das ist ein bisschen ein oberflächlicher Grund, aber hier kann ich es ja zugeben. Ich die, wo haben wir sie? Hier haben wir sie, die, die Phoenix Pro viel schöner finde. Ich finde das Armband schöner. Das haben wir ja im Video, habe ich ja schon ein bisschen angetönt, dass mit diesen orangen Elementen und die Oberfläche finde ich besser. Dass es hier so ein bisschen sandfarbig ist, finde ich schöner. Und da dieses orange Element noch. Und äh, ja, es ist die erste Garmin-Uhr, für die ich regelmäßig Komplimente kriege. Da haben mich schon viele Leute darauf angesprochen. Was ist denn da für eine schöne Uhr? Dann sage ich jeweils, es eine Garmin und sagen sie kann doch nicht sein. Und dann zeige ich es und dann sehen sie, es ist die Garmin. Ich finde die sandfarbene oder die helle 47er Garmin Phoenix wirklich sehr, sehr schön. Das einzige Problem, was ich äh, damit im Alltag halt habe, ist ja dieser, oder haben wir noch mein Sportresultat von heute? Das müssen wir auch nicht haben. <laughs> äh, diese Art von Bildschirm, diese ja, typischen Garmin-Bildschirme, die sind wirklich sehr, sehr praktisch, wenn man Sport macht, wenn man nur so ein bisschen drauf guckt. Aber meistens, äh, wenn man die Uhr nur so hier unten hat, wie ich jetzt und ich schiel drauf, jetzt kann ich beim besten Willen nicht lesen, wie spät es ist. Vielleicht 36, ja, 08.36, 36. Hier bei der Apple Watch, wenn ich sie hier unten auch so hier unten habe, sehe ich es problemlos. Und äh, bei der Epix halt auch, weil die Epix hat auch einen OLED-Bildschirm. Also kurz, ich würde mir wünschen, die Epix hätte genau das Design von, von der Phoenix. Dieselben Farben, dasselbe Armband, das äh, der erste Eindruck. Das andere habe ich ja schon ein Video dazu gemacht, ich bin großer Fan wieder dieser Taschenlampe, die jetzt, die jetzt alle Epix und äh, Phoenix Pro Modelle haben die ist wirklich super cool, so viel praktischer, wenn die Taschenlampe da vorne sitzt und eben nicht man ich da so mit dem Arm rumleuchten muss und man den Bildschirm als Taschenlampe nutzt, wie es die meisten Smartwatches und eben auch die Apple Watch macht. Das gefällt mir sehr. Was mir überhaupt nicht gefällt im Alltag ist Benachrichtigungen. Auf den Garmin Uhren das ist ein Drama. Da kommt einfach aller Müll an, der auf mein iPhone kommt. Bei der Apple Watch kann ich das halt wunderbar einstellen, dass nur die Sachen ankommen, die ich wirklich wichtig finde. Darum ist Viele Leute finden die Apple Watch ja auch zu nervös, weil sie Zeit alle Benachrichtigungen kommen. Das muss man halt konfigurieren. Ich habe mir da mal Zeit genommen, das alles konfiguriert und seither ist es so entspannt, die Apple Watch. Wenn etwas bis zur Apple Watch durchkommt, dann ist es auch wichtig, dass, wie man so einen Pressesekretär hat, als äh, wichtiger Journalist wie ich es bin, Zwinker, Zwinker, der einfach nur die Leute durchlässt, die auch wirklich wichtig sind. Es lohnt sich so, Benachrichtigungen zu triagieren und zu gucken, dass nur die wichtigen durchkommen. Dann ist die Apple Watch so viel entspannter und ein unglaublich angenehmes Produkt. Das Problem ist, äh, das kann Garmin nicht, oder das darf Garmin nicht. Ich weiß nicht, wie da genau die Regelungen sind bei Apple, ob man da nicht irgendwie filtern könnte. Auf jeden Fall, aller Mist, kommt die ganze Zeit auf die Garmin Uhr. Jedes blöde Spam-Mail und aller möglichen Sachen. Und äh, das ist ein bisschen nervig und. Eine alte Kritik von mir, der Vibramotor in der Garmin. Der Vibramotor in der Garmin habe ich damals bei der Mark ja reklamiert, dass der so scheppert und so billig wirkt. Wir haben dann auch ein paar Leute geschrieben und ich habe auch noch mehr Unboxings geguckt. Ich glaube, der Vibramotor, der in den Garmin-Uhren steckt, ist nicht ein, per se ein billiger. Er ist einfach lausig angesteuert, weil mir ist es aufgefallen, je nachdem, was man mit den Uhren macht, ich kann es euch mal zeigen, wenn man beispielsweise. Wenn dieses drehmini geht und er äh, da rumdreht, drum dann fühlt es sich unglaublich gut an. Dann. dann macht es einfach so Klick, 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 Klick mit jeder Drehung, die man macht. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Aber dann, wenn wieder irgendwie eine Benachrichtigung kommt, dann macht sie Und es äh, ist wirklich so, als hätten sie sich äh, nur bei bestimmten Haptikereignissen die Mühe gemacht, die zu konfigurieren, und sonst einfach irgendwelche systemhaptik standard genommen, die. Ja, bei allen anderen Uhren sind sie auch so, das muss schon gut genug sein. Es gibt ja nicht umsonst äh, das Gerücht, dass Johnny Eif da, äh, das Haptik-Team ein Jahr lang äh, rumgeschickt hat, bis sie wirklich gut genug waren, die haptischen Vibrationen der Apple Watch. Aber das hat sich halt gelohnt. Die Apple Watch fühlt sich eben auch darum so entspannt an, weil die Vibrationen nicht so wild sind, einem nicht äh, aus dem Konzept bringen, einem nicht aufscheuchen, sondern ich spüre einfach, was los ist und dann hin und wieder muss ich drauf gucken, aber meistens spüre ich schon, was es ist und das macht die Apple Watch halt auch zu so einer unglaublich entspannten Uhr. Darum mag ich sie so sehr. Wie gesagt, äh, Benachrichtigungen halt konfigurieren und äh, sich daran freuen, dass die Taptic Engine da drin so unglaublich gut ist. Das habe ich ja schon oft erzählt, wie ich die Taptic Engine anfangs unterschätzt habe und gedacht habe, ja, ja, bla, bla. Und äh, heute bin ich einer der größten Fans der Taptic Engine und nörgle überall rum, wenn sie nicht richtig angesteuert wird. Im neuen Sony-Handy ist es ja dasselbe Drama. Das äh, Xperia 5, wo ich ja fälschlicherweise gesagt habe, die Rückseite sei aus Plastik, ist tatsächlicherweise Glas, aber fühlt sich an wie Plastik. Das hat auch einen unglaublich guten Vibramotor, aber die haben sich einfach nicht äh, für alle Vibraereignisse die Mühe gemacht, das schön anzusteuern. Und darum fühlt sich das Handy halt auch ein bisschen billiger an, als es ist. So. Eine Frage zu iOS 17. Multitasking fürs iPhone. Ich glaube nicht, dass das äh, kommen wird. Ich glaube, das Höchste der Gefühle ist Picture in Picture. Und äh, ich bin da immer ein bisschen egoistisch, wenn es um so Fragen geht. Ich überlege immer, möchte ich es denn haben? Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Ich, bin auch, ich mag ja auch das iPad, weil ich einfach alles in Vollbild haben kann. Ich möchte eigentlich ganz, ganz selten zwei Sachen nebeneinander haben. Und auf dem iPhone glaube ich wirklich nicht, dass es... Entspannt genug ist, zwei Sachen nebeneinander zu haben. Aber Multitasking-Fans hätten das immer sehr, sehr gerne, ich weiß. Aber ich copy-paste die Sachen lieber hin und her und wische unten mit dem Daumen hin und her, wenn ich rübersausen möchte. Also ich würde nicht darauf wetten, dass sowas kommt. Thomas fragt, wie gut das bei mir iOS 17 läuft. Das ist jetzt der Moment, wo die große Warnung kommt. Äh, hat sich vielleicht rumgesprochen. Ich nutze ja die Betas schon praktisch seit dem ersten Tag. Ich habe sie schon im Hotelzimmer in San Jose noch installiert. Kaum war ich zurück von der Keynote, habe ich da all meine Produktivgeräte vollgepflastert. Damit selten blöd. Äh, bloß nicht nachmachen, wirklich. Gerade auf der Apple Watch ist es super doof, weil die kann man da nicht zurücksetzen. Da muss man dann ins Apple-Geschäft gehen und hoffen, dass sie es einem machen, wenn sie es denn machen. Ich ich habe es noch nie zurücksetzen oder wieder wegmachen müssen darum weiß ich nicht genau wie es geht aber da muss man schon äh, super vorsichtig sein um das zu machen insgesamt würde ich sagen äh, die betas laufen dieses Jahr unglaublich gut es gab ja Anfang Januar die Meldung dass äh, dieses Jahr keine großen neuerungen kommen würden äh, es gab ja dann doch ein paar große neuerungen aber trotzdem also es macht schon den eindruck als wäre alles schon sehr sehr lange fertig gewesen und sehr sehr Eingespielt. Also die Betas sind dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr äh, stabil. Aber klar, Akku brauchen sie viel mehr als sonst, da darf man keine Wunder erwarten. Die Kamera ist mir beim iPhone schon abgeschmiert, beim iPad erscheint hin und wieder die Tastatur, nicht? Also die Touchscreen-Tastatur. Äh, rund um die Enter-Taste rum ist etwas mit der Belegung noch nicht ganz korrekt, wenn man da beispielsweise das Ausrufezeichen haben möchte, kommt dann eher die Löschtaste und solche Sachen. Also das ist auch noch nicht so ganz... Äh, Perfekt. Die Apple Watch ist auch überraschend stabil, kann man an der Stelle sagen. Schmiert aber auch hin und wieder ab und ich lade sie jetzt täglich, also die Ultra, auf der ich es auch drauf habe. Und heute habe ich ja das Video gemacht mit den Apps, mit den zehn wichtigsten iPad-Apps und äh, just äh, bei der zehnten ist der Teil abgeschmiert, <laughs> ist die, das, die ganze Uhr abgeschmiert man hat nur noch das Drehsymbol gesehen. Das habe ich im Video, hat man das dann zum Glück nicht gesehen, aber. <laughs> Das kann schon mal äh, passieren, dass da was in die Hose geht. Also unbedingt auf die Public Beta warten. Ich erwarte die irgendwann ja in den ersten zwei Juliwochen kommen die traditionell. Das ist jetzt der Moment, wo ich schnell gucken muss, ob die vielleicht heute schon gekommen sind. Aber ich glaube ich eher jetzt nächste Woche im Moment. Charging Port, rumor Bla-Bla-Bla. Nein, nein, äh, nichts gekommen. Ja, insgesamt wirklich sehr, sehr solid, alle Betas. Ich habe alle getestet, außer die des Mac, weil ich den Mac ja für die Livestreams nutze. Und das ist mir ein bisschen zu riskant, da Beta-Software drauf zu machen, weil die Livestreams da, da ist die Schmerztoleranz eine andere, weil wenn da was schief geht, dann schmiert alles ab. Wenn mir das Handy abschmiert während dem Anruf, naja, dann rufe ich halt wieder zurück. So wichtig sind meine Anrufe nicht. Aber bei Livestreams wäre es schon sehr, sehr doof, wenn da was futsch ginge. Darum habe ich jetzt das Sonoma, wie es glaube heißt, noch nicht installiert. NoJus entschuldigt sich, dass er schon so lange oder er oder sie schon so lange nicht mehr da war. Aber das ist ja das Schöne an diesen Livestreams. Erstens, ich habe ja auch schon länger keinen mehr gemacht, weil ich ja noch in den USA war und viel zu tun hatte. Das sind immer so mit die strengsten zwei Wochen des Jahres, die WWDC und was danach kommt. Nein, nur das Schöne an diesen Livestreams ist ja, man kann sie gucken, wann man Lust hat. Man kann live zuschauen, man kann später zuschauen oder man kann es gar nicht schauen, weil prüfungsrelevant ist es ja auch in keinster Weise. Das ist ja wirklich einfach so eine muntere Plauderrunde, wo ich äh, Fragen beantworte. Ich weiß ja auch nie so richtig, wo diese Livestreams hingehen, weil sie ja einfach äh, von den Fragen von euch lebt. Und äh, darum ist alles immer so ein bisschen improvisiert und. Äh, aber das macht sie auch so lustig. Also darum habe ich ja so große Freude an diesen Livestreams. Und äh, ja, ich habe ja gucken müssen, es sind doch wieder 400 Leute hier. Das ist einfach schon verrückt. Also. Oh, uh, Alex hat eine schwierige Frage. Passt das silberne Mailänder Armband zur schwarzen Uhr? Ich habe die Kombi selbst noch nie gesehen. Äh, geschweige denn selber ausprobiert. Weil ich keine schwarze Uhr momentan... Doch, ich hätte eine dunkle Alu, wo ich es mal ausprobieren könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es an der dunkelblauen Alu, den Midnight-Alu-Uhren, gar nicht so schlimm ausschaut. Aber es ist halt schon ein ziemlicher Farbsprung, wenn man das dunkel hat und dann auf dieses helle Silber hüpft. Also ich würde sagen, es ist eher eine mutige Kombination. Aber äh, probieren geht über studieren. Michael fragt, ob ich die Public Beta empfehle. Äh, ich rate auch von denen ab, aus den genau gleichen Gründen, als einfach in die Hose gehen kann. Aber bei den Public Beta das ist alles schon ein bisschen sicherer, weil die Allerdümmsten, sprich ich, äh, das Ganze fast in der Regel schon einen Monat ausprobiert haben und äh, man dann so ein bisschen weiß, wie schlimm es ist. Aber es kann auch gut sein, dass äh, Fehler erst später auftauchen und äh, Sachen kaputt machen, darum. Äh, ja, es heißt nicht umsonst Beta-Software. Das ist halt unfertige Software. Der Reiz, es auszuprobieren, ist jedes Mal gigantisch. Dass Apple natürlich mitschult, weil sie ja diese große Show drumherum inszenieren und alles so verlockend ausschaut, und man es ausprobieren möchte. Aber äh, prinzipiell empfehle ich immer, äh, es nicht zu tun, weil wenn man es wirklich seriös machen möchte ich mache es überhaupt nicht seriös. Wenn man seriös machen möchte, müsste man Geräte nehmen, die mit einer eigenen iCloud verbunden sind, nicht mit der eigenen Haupt-iCloud, nein, mit dem separaten iCloud-Konto, und äh, die man auch nur fürs Testen nutzt. So würde man seriös testen. Weil es kann eben auch sein, dass äh, die iCloud was verpfuscht. Ich habe momentan beispielsweise das Problem, dass ich in iMessage, da hat man dieses kleine Profilfoto von sich, das ist meistens kaputt bei mir im Moment, weil ich ja die Beta-Software auf vielen Geräten nutze. Aber das ist natürlich dann auch futsch auf den Geräten, die keine Beta-Software drauf haben, weil das ja über die iCloud synchronisiert werden und manche Geräte können es schon, andere können es nicht. Und äh, ich erzähle es auch immer wieder. Ich habe mir auch mal äh, die halbe iCloud futsch gemacht bei einer Beta. Ist aber inzwischen sicher schon drei, vier Jahre her, weil. Äh, die Beta hat dann angefangen, Ordner anzulegen in der iCloud mit irgendwelchem Quatsch drin und ich hatte dann die ganze iCloud voll mit Quatsch und eben auch auf den Produktivgeräten, nicht nur auf den Beta-Geräten. Darum müsste man seriöserweise separate Geräte und separates iCloud-Konto nutzen. Und äh, darum empfehle ich auch die Public Beta nicht. Ich würde es wirklich nicht empfehlen, außer man macht es wirklich super seriös oder man kann halt äh, wie ich mit den Konsequenzen leben, weil... Äh, das werdet ihr von mir auch nie hören, dass ich mich da beklage, dass mir mit den Betas irgendwas kaputt gegangen ist. Also da bin ich dann profi genug, um zu wissen, dass ich selbst einen Mist angestellt habe. Ich habe mich auch schon grün und blau geärgert, natürlich, dass mir irgendwelche Ferienfotos kaputt gegangen sind, weil ich da mit den Betas rumgespielt habe. Aber selber Schuld, Raphael. Also da kann man wirklich niemandem die Schuld geben. Aber wenn man das ein bisschen schlechter kann, sollte man auch keine Betas ausprobieren. Oh, Noyus hat sich einen neuen Apple Stift kaufen müssen, weil er den alten verloren hat. Ja, das Ich würde mir wünschen, dass die Apple Stifte da auch sehr bald Find My bekommen, dass man die wieder suchen kann. Aber klar, meistens verliert man die Apple Stifte da, wo man sie nicht wiederfinden kann, nämlich irgendwo im Zug, und man ist längst ausgestiegen. Oder ich habe mal einen AirPod Kopfhörer verloren am Flughafen in der Security. Habe ich irgendwas aus der Hosentasche noch nehmen wollen? Die AirPod, das AirPod-Döschen war auch drin, ist auf den Boden geknallt und ein AirPod ist unter dem Scanner verschwunden, auf Nimmerwiedersehen. Und man kann ja dann auch nicht die ganze Schlange oder die ganze Reihe an Leuten aufhalten. Ja, das ist ein bisschen das Problem mit den Sachen, die klein sind und äh, verloren gehen können. Aber, ja, gibt nicht so wirklich eine Lösung für. Ja, vielleicht müsste der Stift ein bisschen besser verstaut sein beim iPad. Der Magnetstift ist schon sehr, sehr riskant, dass man ihn verliert. Ah, Philipp hat eine Grundsatzfrage zur Vision Pro. Ja. Die Vision Pro, äh, Mixed Reality Brille oder Augmented Reality Brille? Also, rein technisch, ich muss es immer wieder erklären, weil vielen Leuten ist es immer noch nicht klar wegen den Schimmeraugen. Im Prinzip kann man sich die Vision Pro ganz banal erklärt vorstellen wie ein Handy, was man vor dem Gesicht hat. Es hat, man hat einfach einen Bildschirm oder besser gesagt zwei Bildschirme, hochauflösende Bildschirme vor jedem Auge und man sieht nicht raus. Da ist einfach zu und man guckt sich nur die Bildschirme an. Aber das Ding hat natürlich Kameras, die von draußen filmen und die Umgebung einfangen und einem die auf die Bildschirme beamt. So hat man das Gefühl, man guckt raus. Und dann kommt ja nach dazu, dass man bevor man die Brille das erste mal getragen hat, hat man ja sein Gesicht vermessen mit dem iPhone und den ja, äh, tiefen Sensoren. Dann hat er in Face ID drin und es wurde ein Gesichtsabbild erstellt. Die Brille hat auch Kameras, die nach innen filmen und die schauen, wo das Auge hinguckt, wie sich die Augen bewegen, weil sie hat ja Augentracking und anhand von diesen Daten, wird mit diesen vorher gescannten Gesichtsdaten von mir, ein künstliches Gesicht von mir, auf einen Außenbildschirm projiziert. Das ist ein spezieller Bildschirm, der ist leicht gebogen und äh, eben nicht, ein, nicht wie wenn man äh, einen normalen OLED-Bildschirm biegt. Ich weiß den Fachausdruck nicht mehr für den Bildschirm, aber es ist ein Bildschirm, ist ein bisschen so, manchmal hat es das in Frühstücksflocken gehabt. Früher diese Bildchen, wenn man sie so gedreht hat, hat man jemals eine andere Perspektive gesehen. Im Prinzip ist es ein bisschen so, der Bildschirm ist eben nicht nur einfach eine Fläche, sondern er weckt den Eindruck, man schaut auf was dreidimensionales. Und so wird das eigene Gesicht nach außen projiziert. Aber außen hat man einen Bildschirm, innen hat man einen Bildschirm, aber durchgucken kann man in beide Richtungen nicht. Man kann von außen nicht meine Augen sehen, man sieht nur das Computerabbild meiner Augen. Ist nicht mal eine Videoaufnahme meiner Augen, man sieht einfach. Na, wie soll man das nennen? Ich habe es böserweise schon mal ein Deepfake von mir genannt. <laughs> weil im Prinzip ist es tatsächlich das. Sie messen einfach, wo meine Augen hingehen, weil sie ihr Augentracking drin haben. Und dann haben sie ja dieses 3D, diesen 3D-Avatar von mir, wenn man so will. Und äh, den sieht man draußen. Aber da sieht man nicht mich. Das bin nicht ich, die Augenpartie, die man da sieht. Also, es ist wirklich einfach gesagt: es sind zwei Bildschirme, einer nach außen, einer nach innen. Und das ist das Gerät. Also so gesehen ist es nicht. Äh, viele Leute haben sich ja vorgestellt, sei wie bei der Hololens von Microsoft oder damals äh, ein bisschen die Light-Variante davon bei Google Glass, wo man richtig durchs Glas geschaut hat und ins Glas hat es Projektionen gegeben. Das wäre zwar ausgesprochen reizvoll, ist aber technisch einfach noch überhaupt nicht da, wo es sein sollte, gerade wenn man gute Qualität haben möchte. Darum ist äh, die Apple-Brille eher eine Virtual Reality Brille, die komplett geschlossen ist, die aber den Eindruck erweckt, eine augmented Reality Brille zu sein, weil sie ja das Bild von außen aufnehmen kann mit diesen zwölf Kameras, die da überall platziert sind. Und äh, das Bild ja dann auch äh, so projizieren, dass man das Gefühl hat, man sei in der realen Welt, dass es sei... Das war ja das Problem mit der Facebook Brille, die ich getestet habe, der Quest Pro. Die funktioniert ja nach demselben Prinzip. Da hat man auch ein Bildschirm innen, Bildschirm, au äh, nein, Bildschirm außen hat sie nicht, aber sie filmt halt auch von außen. Und dieses Path-Through nennt man das, das ist so der Fachausdruck, also das Durchreichen der Realität auf den Bildschirm innen mit, mittels Kameras. Das war bei Facebook einfach unglaublich schlecht, weil die Bildqualität einfach so mies ist. Ich habe mir sagen lassen, bei der PlayStation VR sei das ein bisschen besser, aber nur in Schwarz-Weiß weil anscheinend ist es wirklich relativ schwierig das Außenbild nach innen zu projizieren, weil es muss ja absolut äh, verzögerungsfrei sein einerseits. Das kenne ich ja von Fotokameras mit dem Sucher, da hat man früher immer die lustigen Tests gemacht, hat man die Fotokamera aus also die spiegellosen äh, Fotokameras hat man so ins Auge gehalten, ist damit rumgelaufen, hat geschaut, ob man irgendwo gegenläuft und äh, wie viel Verzögerung sie drauf haben. Das darf natürlich überhaupt keine Verzögerung drauf haben und dann muss es das Bild ja nicht, es kann ja das Bild nicht flach projizieren, weil was wir sehen, ist ja auch so eine, blöd gesagt, eher eine Kugel als eine Scheibe und das muss ja dann auch so in der Brille wieder projiziert werden, dass wir den Eindruck haben, wir schauen in die richtige Welt. Also ein hochkomplexes Unterfangen. Darum ja mit diesem Augmented Reality, Virtual Reality. Es kann beides, darum kann man es sehr wohl, eigentlich kann man schon als äh, Mixed Reality bezeichnen, aber die Ausdrücke, ich finde die Ausdrücke ehrlich gesagt blöd und lustigerweise, Apple ja auch, sie vermeiden ja all diese Ausdrücke, habt ihr mal drauf geachtet? Sie sprechen ja lieber vom räumlichen Computer, weil sie halt, all, und Metaverse werden sie sowieso nie sagen, also äh, ja. Das ist ungefähr das, äh, das Prinzip der Brille und natürlich technisch unglaublich aufwendig, das zu machen. Also da haben sie ja diesen M2-Prozessor drin, dann diesen R1-Prozessor. Weil es einfach, äh, es klingt so trivial, die Außenwelt nach innen zu projizieren, ist es aber überhaupt nicht, wenn man möchte, dass es real wirkt und halt ohne Verzögerung und alles. Also das ist ein hochkomplexes Unterfangen und. Äh ja, mit dem Grund, warum es so schwierig ist, diese Brille herzustellen, weil das braucht halt wahnsinnig viel Strom, es braucht super effiziente Prozessoren, weil das Ganze ja mit Akku läuft. Und äh, muss man auch noch schauen, dass das. Anscheinend hat sie einen Lüfter drin in der Brille. Das macht natürlich die Brille auch siedend heiß, weil das ist ja so viel Daten, die da durchlaufen. Hier werden die Kameras ja nur schon heiß, wenn ich einfach live streame. Müssen wir mal wieder gucken, ob die da noch läuft. Ja, sie ist noch dabei. Ja, für die, die später eingeschaltet haben, da die dritte Perspektive habe ich heute eigentlich nur, um mal zu schauen, wie lange es dauert, bis die Kamera heiß läuft. Das ist die Sony A7 IV und äh, da mache ich einen kleinen Thermotest, um zu schauen, wie lange sie da live streamen kann. Aber ich würde sie ja nie als Hauptkamera nehmen, äh, ohne das mal vorher getestet zu haben. Nicht, dass sie mir dann nach einer Stunde abschmiert und äh, der Livestream schon vorbei ist. Das heißt die ja Sprechstunde, aber meistens geht sie ein bisschen länger. Jonas, äh, zum Preis der Vision Pro. Äh, ja, ich denke auch. Also Das gab ja einen riesen ja, Aufschrei. Es war auf jeden Fall ein erstaunlicher Aufschrei da im Publikum, als ich da in Cupertino saß, als der Preis genannt wurde. Alle haben ja gedacht, hm, die Gerüchte sagen 3000, vermutlich wird es drunter sein, wir sagen mal 2000. Aber dann war es 3500. Und das wohlgemerkte Dollar und äh, in... Europa wird es ja noch mal teurer und äh, die Korrekturgläser sind da auch noch nicht eingerechnet, also äh, hm, ein teurer Spaß, aber das Ding ist natürlich auch die Hardware darin ist unglaublich teuer. Diese Bildschirme, die sie verwenden, diese hochauflösenden, wahnsinnig schnellen Bildschirme kommen ja anscheinend von Sony und äh, ja ist ja lustig, äh. Die Kameras, die ich verwende, haben ja auch im Sucher sehr, sehr hochauflösende Bildschirme von Sony drin, die sind so ein bisschen der Vorläufer von dem, was jetzt da in der Brille steckt. Der andere Vorläufer, den bin ich mir ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren mal anschauen gegangen. Ich war ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich hab da, da habe ich noch kein, nicht so viele Videos gemacht und dazu auch nicht. Ich war bei Canon und habe mir die neue Sportfotografenkamera angeguckt, die R7, das war... Das war in Hamburg an so einer Fotomesse. Ich glaube, irgendwann im Herbst 21 muss es gewesen sein. Oder war es Herbst? Doch, Herbst 21 muss es gewesen sein. Und die hatte Augentracking. Also genau das, was jetzt die Apple-Brille auch hat. Und ich bin mir das aus zwei Gründen anschauen gegangen. Erstens, weil ich gespannt war, wie es funktioniert. Und zweitens, weil ich genau gedacht habe, das ist eigentlich der Schlüssel, um später dann solche Brillen zu ermöglichen. Und. Äh, ja siehe da, man hat es jetzt genau in Ampelbrille drin. Und das Prinzip ist halt schon genial, weil äh, unser Auge ist einer der besten Joysticks überhaupt. Das ist so wahnsinnig schnell reagiert. Also, und sie haben's, Damals haben sie es vorgeführt mit Leuten, die Trampolin gesprungen haben, kennen. Dann haben sie so eine Wand aufgestellt, dahinter war ein Trampolin und die Leute sind gesprungen und man hat sie dann halt nur gesehen, wenn sie hinter der Mauer hochkamen und man wusste ja nicht, wo und äh, wann die hochspicken. Aber weil man diesen Augenautofokus hatte, der übers eigene Auge gesteuert wurde, zick, zick, war das, oder das Auswahlkreuz immer schon da, wo man äh, wollte, und da muss man nur noch den Auslöser drücken. Und äh, das ist genau dasselbe Prinzip ja jetzt mit der Apple-Brille. Da schaut man auch etwas an und um es dann anzuwählen, macht man einfach so, weil man ja keinen Auslöserknopf hat. Also das war schon äh, sehr spannend. Und solche Sachen stecken da jetzt drin und äh, da darf man sich schon nicht wundern, dass es sehr, sehr teuer ist. Aber es steht ja auch schon im Namen, es das heißt ja Vision Pro. Und äh, wenn etwas Pro ist bei Apple, dann kann man davon ausgehen, dass es irgendwann dann auch etwas gibt, was nicht Pro ist. Dann vielleicht ein Air oder einfach ein Vision und äh, das wird dann schon günstiger. Aber da muss man sich noch sehr, sehr lange gedulden. Und äh, was ich immer sage, ist, äh, das Spannende ist eigentlich nicht die Brille, obwohl die natürlich alle unglaublich cool finden. Das Spannende ist eigentlich mehr Vision OS, die Software dahinter. Davon werden wir viel länger zehren als von dieser ersten Hardware, die wir gesehen haben. Ist ein bisschen wie mit iOS damals. Oder damals hieß es noch gar nicht iOS. Da hieß es damals nicht iPhone OS oder so, als äh, 2007 das erste iPhone kam. Ganz viel von dem, was wir damals äh, gesehen haben mit dem ersten iPhone, haben wir heute noch. Bedienkonzept, äh, die Idee mit diesen Apps, das Design und solche Sachen, die haben sich sehr, sehr lange gehalten. Ich werde nicht, mit, bei der Brille wird es ziemlich ähnlich sein. Man wird sich noch an die erste Brille erinnern, so wie man sich auch heute noch ans erste iPad erinnert, was ein bisschen dick war, auf dem Tisch gewackelt hat. Aber iPadOS oder iOS, was drauf läuft, ist immer noch sehr, sehr ähnlich von damals. Björne fragt, ob ich noch ein MacBook nutze. Ja, ich habe ja eins vom Verlag bekommen, mein Arbeits weil sie haben ja unsere Desktop-Arbeitsplätze aufgehoben und dann konnte ich man einen Laptop aussuchen. habe ich halt ein MacBook genommen. MacBook Pro, 16 Zoll. Mit 16 GB RAM und dem M1 Pro drin habe ich. Das habe ich so das letzte Jahr sehr, sehr viel genutzt. War so mein Zusammenklapp-Desktop für zu Hause und unterwegs habe ich es auch überraschend viel mitgenommen. Inzwischen kann ich wirklich auf dem iPad, da ich jetzt hier auch Final Cut drauf habe, bin ich wieder viel, viel mehr am iPad unterwegs und das MacBook setzt ein bisschen Staub an. Aber ich habe es beispielsweise am Montag habe ich es auch genutzt auf der Redaktion, weil. Es hat den Vorteil, dass es sich immer gleich ins äh, firmen -WLAN einwählt, wenn ich es mitnehme. Und mit dem iPad ist es ein bisschen komplizierter. Also ja, ich nutze noch einen MacBook, aber ganz, ganz selten aktuell. Wenn ich hier auf in meinem Büro bin, dann äh, nutze ich sowieso einfach äh, den. Habe ich vorher immer den Mac Mini genutzt, um. Äh, einen stationären Computerkram zu machen jetzt den Mac Studio, wo es dran ist und in erster Linie nutze ich auch hier das iPad und steuere einfach den Mac über Universal Control, wenn ich den nutze. Aber jetzt wo natürlich der Livestream läuft, läuft alles voll über den Mac Studio. Oh nein, da ist überhaupt nichts bestätigt. Das sind nur wieder Gerüchte, die rumgeistern. Ich muss ja zugeben, ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass beim iPhone 15 kein Violett mehr gibt, weil ich ja so unglaublich Freude an der Farbe Violett oder Dunkellila habe und ich es das schönste iPhone aller Zeiten nenne. Aber die Gerüchte sagen ja, dass es so ein Dunkelrot, Burgunderrot, Bordeauxrot werden könnte, die neue Signature-Farbe. Würde mich natürlich sehr freuen. Aber meine Erwartungen daran sind noch sehr, sehr tief und das mit gutem Grund, weil Apple nebst produktnamen und preisen auch farben überraschend gut geheim halten kann letztes jahr gab es die ganze zeit gerüchte es gäbe ein oranges iphone erinnert ihr euch nichts davon ist passiert gibt es bis heute nicht wirklich ein oranges iphone das immer äh, meistens tauchen sind das farben die apple mal äh, in die fabrik schickt um sie auszuprobieren um sie sich in echt anzuschauen und dann kommen sie dann vielleicht später oder auch gar nicht und äh, ja, mit Farben muss man sehr, sehr zurückhaltend sein bei Apple. Da kann wirklich ganz, ganz viel noch passieren und da sollte man sich nicht zu früh auf irgendeine Farbe einschießen. Und ja, ich halte es wie Thorsten. Ich habe riesig Freude am Violett und bin jetzt gespannt, was da noch als nächstes kommen wird. Ah, Ingo fragt auch noch nach, ob ich mit dem Mini nicht mehr zufrieden war und warum ich jetzt das Studio habe. Ich teste aktuell das Mac Studio von Apple, habe ich ausgeborgt und habe den Mac Mini abgehängt und habe dann postwendend festgestellt, dass die wahnsinnig vielen Anschlüsse, die, ich, die das Ding halt hat, goldwert sind. Ich kann jetzt problemlos alles anschließen und ich brauche keine komplizierten Hubs und Docs mehr zu nutzen, die ich immer genutzt habe. Ich kann jetzt einfach alles direkt anschließen und die viele Leistung hält auch super. Momentan brauche ich ungefähr 37, 38 Prozent der Mac Studio Rechenleistung für diesen Livestream hier. Und äh, man hat es bei den alten Livestreams auch, die ja auch in 4K, die Livestreams sind ja in 4K hier, habe ich eigentlich nur mal gemacht, um vorzuführen, dass es am Mac, Studio, äh, am Mac Mini funktioniert. Aber äh, jetzt mit dem Mac Studio läuft halt alles viel, viel flüssiger. Also. Äh, ja, das ist immer ein bisschen das Problem. Die Leute sagen immer, oh, das ist ja so cool, du kannst alles ausprobieren. Das Problem ist aber auch, wenn man alles ausprobieren kann, ist immer so, ein wird der Speck durchs Maul gezogen. Beim äh, Studio-Display war es dasselbe. Ich fand das Studio-Display zu teuer und kann zu wenig, aber dann habe ich es mir halt auch ausgebrochen und ausprobiert. Und äh, ja, kaum habe ich es zurückgeschickt, habe ich es mir selbst gekauft, weil ich es einfach so sehr vermisst habe und es so praktisch war mit dem guten USB-Dock hinten, den guten Lautsprechern, den guten Mikrofonen drin, einfach so ein sorglos Bildschirm und das tolle Nanoglas und ja, ich mache mir jetzt große Sorgen, dass ich mir den Mac Studio auch kaufen werde, sobald ich den zurückgeschickt habe, also das wäre ich genau meine Kiste, weil der erste Mac Studio hat mir schon super gefallen, aber der war einfach viel zu laut, sowas kann ich nicht nutzen bei einem Livestream, wenn es daneben die ganze Zeit macht. Ja, ich habe auch gesehen, der Kollege Reimann hat euch ein Video gemacht, wo er den neuen Mac Studio auch testet und mit seinem Mac Studio M1 Ultra vergleicht. Aber das Video habe ich noch nicht gucken können. Muss ich dann mal schauen. Aber mein erster Mac Studio war einfach so laut und äh, nein, sowas konnte ich nicht verwenden. Maxi fragt, ob ich ein Magic Trackpad benutze, ob ich es jetzt in die Hand nehmen kann. Ja, nutze ich die ganze Zeit. Ich habe meinen Moment, ich kann dir das schnell zusammenbauen, dann kann ich es dir zeigen. Schwupps. Wenn ich beispielsweise am Mac Studio Video schneide, dann schaut mein Setup so aus. Äh, man kann es ungefähr erraten. In der rechten Hand habe ich die Maus, in der linken habe ich das Trackpad und hin und wieder äh, fasse ich auf die Tastatur. Äh, so habe ich das zusammengebaut. Weil ich ja äh, Beidhänder bin, äh, nutze ich auch sehr, sehr gerne die linke Hand, um Sachen zu machen. Und da ist das Trackpad halt genial, weil es nicht... Äh, links oder rechts besser zu bedienen ist. Und äh, darum mag ich ja Final Cut auf dem iPad so sehr, weil ich da einfach äh, alles mit den Fingern machen kann und äh, egal ob ich jetzt linke Hand oder rechte Hand nehme, ich nehme einfach die Hand, die, die sich gerade eher anbietet. Aber ja, ich mag das Trackpad sehr, wenn es nur nicht dieses blöde Lightning-Kabel oder diesen blöden Lightning-Anschluss da oben hätte. Passiert mir, ja, wie oft muss man es laden? So einmal pro Monat vielleicht oder so? Oder alle zwei Monate. Auf jeden Fall, jedes Mal möchte ich USB-C einstecken und dann merke ich wieder, ah nein, es ist ja noch Lightning. Also da bin ich schon gespannt, wie lange es dauert, bis Apple da das Magic Trackpad und das Mag heißt Magic Keyboard, die Tastatur für den Mac eigentlich. Ich nutze ja nicht die von Apple, ich nutze ja lieber die da. Da die Logitech. Und die hat natürlich USB-C, aber äh, die Magic Mouse hat, glaube auch noch Lightning. Bin ich gespannt, wann die Mac-Zubehörsachen dann von Lightning auf USB-C wechseln. Das war ja damals, ich glaube, es muss irgendwie so 2015, 2016 rum gewesen sein, als die aufkamen. Da hat man schon damals gab es ja schon so Gerüchte, dass Apple äh, von Lightning wegrücken muss und die EU sie dazu verknurrt, äh, USB-C einzuführen und äh, was macht Apple? Sie führen Lightning auch bei Mac-Zubehör ein. Da hat man schon gesehen, dass man sich da auf eine lange Wartezeit einstellen muss, falls man auf USB-C hofft. Aber mal schauen, bei den AirPods gibt es ja auch Gerüchte, dass sie, ich glaube, dann auch irgendwann diesen September mindestens neue Cases, also neue Hüllen mit USB-C bekommen sollen. Es war ja auch so, als äh, MacSafe kam für die Hüllen der AirPods, da gab es dann einfach auch neue Cases. Wo uh, war die Frage nach dem Nest Wifi Pro. Ada. Benutze noch das Nest Wifi 6 Pro? Heißt es so? Ich glaube, es heißt nur Nest Wifi Pro, ehrlich gesagt. Bemerkst du einen wirklichen Unterschied bei dir? Ja, ich bin super zufrieden, damit ich verwende es zu Hause, äh, deren zwei. Weil zu Hause haben wir eh nur eine 1 GB Leitung und äh, also und das Ding hat ja nur einen einer Eingang, darum ist es für zu Hause perfekt. Es funktioniert zuverlässig. Der Google-Lautsprecher im Badezimmer funktioniert immer sehr gut. Der hat immer ein bisschen Probleme gemacht mit dem TP-Link, was ich vorher getestet habe. Nein, ich bin rundum zufrieden mit dem Nest Wi-Fi Pro, mit dem WLAN 6C und allem. Funktioniert großartig, macht genau, was es soll. Nein, da habe ich wirklich sehr viel Freude daran. Wirklich ein gutes Produkt. Hier im Büro würde ich es auch gerne verwenden, aber es hat ja nicht den. Hat ja nur einen 1 Giga Eingang und er hat das ein bisschen verschwendet. Ja, finde ich, lieber Henrik. Ich finde es wirklich sehr angenehm im Sommer. Es ist mein Lieblings-Sommerarmband. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wo es nur darum geht: Sommerarmbänder für die Apple Watch. Und da ist das mailänder mein großer Favorit. Popo Sommer, ich kriege langsam Durst. Oh, Jonas hat eine Frage zu Apple Watch Ultra. Was ich an neuen Features äh, nutze. Äh, was ich sehr, sehr gerne nutze daran, ist äh, der riesige Akku und äh, das Design Das sind meine zwei großen Highlights. Ansonsten der Körpertemperatursensor, den haben ja alle. Die, der Wassertemperatursensor ist lustig, aber ich tauche jetzt nicht so weit runter, dass der wahnsinnig viel bringen würde. Der Action-Knopf ist super, um die Taschenlampe zu aktivieren. Aber wie gesagt, da hätte ich ja lieber die Taschenlampe der, der Garmin-Uhren. Und äh, was an neuen Funktionen. Die Kompass-App hat die normale Apple Watch hier auch. Äh, die Wegweiser-Zifferblätter nutze ich noch sehr, sehr gerne. Dass sie ein besseres GPS hat als die andere, habe ich nicht gemerkt. So. Nein, ich habe leider nicht wirklich eine Alternative zur Magic Mouse. Also einfach das, was ich lieber nutze, ich, nutze ich bevorzuge ja diese logi Mäuse. Das ist jetzt die MX3S, die leise Maus, wenn ich da klicke, ist es leise. Ich finde die großartig. Aber ja, ich würde mir auch wünschen, dass es eine Magic Mouse gibt, die besser in der Hand liegt und die trotzdem diese Touchbedienung hat, die eben eigentlich super ist und die halt, USB-C hat. Das äh, nervt mich auch an der Magic Mouse, dass sie kein USB-C hat. Das ist auch doof. Ah, eine persönliche Frage. Die sind auch immer gut. Maximum fragt, was ich studiert habe. Ich habe Soziologie, quantitative Soziologie mit einem Hauch Statistik, habe ich studiert in Zürich. Ursprünglich habe ich an der Universität St. Gallen angefangen, aber da habe ich nichts gefunden, was mich so wahnsinnig interessiert hat. Da habe ich einfach das Radio gegründet, das Studentenradio. Und dann habe ich mich mal umgeguckt, ob es nicht doch noch ein Studienfach gibt, was ich spannend finde. Und ich fand dann diese Soziologie und Statistik und der SPS ist super spannend. Darum bin ich da gelandet, aber. Ich bin dann trotzdem beim Radio geblieben und dann weiter zur Zeitung, zur Online-Zeitung und jetzt ja noch da seit 2020 in dieses YouTube reingestolpert. Oh, Alex hat eine Sony-Frage zu den Kameras. Ich bin ja ein großer Fan der E10. Ich, ich finde die E10 preislich einfach sehr, sehr gut und dass sie Objektive wechseln kann, ist sie sehr, sehr flexibel. Wenn man was Kleines, Mobiles möchte für unterwegs, dann die ZV. 1, 2, die ist ganz neu. Und der Trick bei Sony ist immer nichts ganz Neues kaufen, weil das ganz Neue ist immer etwa, was sollen wir sagen, 30% Prozent zu teuer. Sony-Sachen, außer die Profisachen, sachen die Profikameras, die sind unendlich preisstabil. Aber die Kameras, die so ein bisschen fürs Publikum gemacht sind, insbesondere die ZV-Kameras, die ja für Z steht, ja für Generation Z und V für Vlog, die fallen in den Preisen dann jeweils schon. Also, wenn du nicht unbedingt was unglaublich Mobiles, Kleines, Kompaktes möchtest, würde ich die E10 nehmen. Die ist einfach äh, preis super und du musst dir ja dann auch nicht unbedingt ein Sony-Objektiv kaufen, was teuer ist. Ich würde da ja das äh, Sigma, ah, wie viel ist es? Ich glaube, 14 mm oder so kaufen. Das hat sich schon der Jean-Claude Frick gekauft, der Lorenz Keller hat es. Ich weiß gar nicht, ob es der Malte Kirchner auch hat. Das ist äh, preis leistungssieger das ist unglaublich praktisch. Ah, Mr. Mighty sieht das Trackpad zum ersten Mal. Ja, das sieht man nicht so oft hier. Das ist meistens so ein bisschen da links zur Seite, weil ich es tendenziell mit der linken Hand bediene. Und äh, was ich damit bediene, kommt hier in den Livestreams nicht so zur Geltung. Und äh, da ich relativ wenig Mac-Videos mache, kommt das auch relativ selten in den äh, Videos zum Einsatz. So. Da diskutieren Sie, ob jemand ein Mac Mini oder ein MacBook Air kaufen soll. Das ist immer die Frage, wie viel man unterwegs ist. Das ist ganz einfach. Ich sage immer, ich möchte Rechenleistung eigentlich da haben, wo ich bin, und ich möchte nicht da sein, wo Rechenleistung ist. Das ist immer mein größtes Credo darum. Mag ich das iPad so sehr, weil da habe ich immer alles unterwegs dabei. Ja, außer man möchte filmen. Aber die RX100-Serie, die ist wirklich großartig. Ich habe meinem Patenkind eine RX103 äh, gekauft, gerade neulich. Die gab es zu einem sehr, sehr guten Preis. Und ich finde. Das ist ein bisschen das Problem mit Kinderkameras. Die meisten von denen kosten dann doch zu viel und sind viel zu. Und es ist eine Frechheit, wie unendlich schlecht die sind. Und äh, habe ich dann lange überlegt und habe ich gefunden, komm, geben wir lieber als Familie und alle haben ein bisschen was dazugegeben, ein bisschen mehr aus. Aber dafür hat sie eine Kamera, die sie halt auch wirklich brauchen kann, die tolle Fotos macht und bei der sie was lernen kann und mit der sie mitwachsen kann. Darum die RX103. Die ist wirklich eine ganz, ganz tolle Kamera und ist auch als Geschenk sehr, sehr gut angekommen, kann ich an dieser Stelle sagen. Aber eben für Videos natürlich die ZV1. ZV1-2, wenn man so etwas möchte. Oder die, was ich nie in der Hand hatte, ist die neue, neue ZV1-F. Die finde ich vom Prinzip her sehr spannend, weil sie ein, ein fixes Objektiv hat. Ich glaube, es sind 20 mm. Ich mag ja Festbrennweiten, aber das Problem ist, dass Sony sonst überall ein bisschen geknausert hat an der Kamera, dass sie halt einen tiefen Preis erreicht haben. Darum ist sie für mich nicht so spannend. Christian meint, ob man äh, Teilnehmer, die 20 Mal dieselbe Fragen stellen, nicht irgendwie blocken kann. Äh, das ist äh, kein Bug, das ist ein Feature. Ich erkläre es gerne nochmal. Das Ding ist, äh, hier kommen so viele Fragen und äh, ich übersehe gelegentlich was und äh, ich kann auch nicht alle beantworten. Darum äh, darf man wirklich ungeniert die Frage doch nochmal oder gelegentlich nochmal stellen. Aber klar nicht äh, copy-paste, bef, 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 alle zuspammen, aber... Äh, weil ich nicht alle Fragen schaffe, bin ich schon jeweils nicht unglücklich, wenn die Leute die Frage nochmal stellen. Weil ich möchte ja, ich ist ja nicht bösartig, wenn ich etwas nicht beantworte. Ich übersehe es einfach sehr, sehr oft. Oh, uh, das ist ja ganz schwierig, die Frage vom Jojo. Ich habe eine Frage, welches iPad würdest du empfehlen, wenn man viel, vieles schreiben muss? Das Pro 11 oder das 12.9er Modell? Die Frage ist, wo und wie du schreiben und was du schreiben möchtest. Wenn man unterwegs schreibt, ich finde das kleine Elfer halt so eine wunderbare unterwegs -Schreibmaschine, weil es so winzig ist. Ich habe ja häufig die Situation, dass ich an Presse, inzwischen nicht mehr so, weil wegen Corona hat das ein bisschen aufgehört und nie wieder richtig angefangen. Aber früher war es jeweils häufig so, dass ich an Pressekonferenzen gesessen habe und alles sehr, sehr eng ist. Dass man froh, wenn man einen kleinen Computer hat und das ist das Elfer halt schon toll. Wenn man längere Texte schreibt, ist natürlich das 12.9 noch besser, weil da sieht man ein bisschen mehr von seinem Text. Aber das hängt ganz davon, äh, davon ab, wie du schreibst, ob es äh, ob, für dich wichtig ist, mehr zu schauen, was du schon geschrieben hast, oder ob du einfach losschreibst. Und äh, ich finde, beides sind wunderbare Schreibmaschinen. Also da kannst du wirklich entscheiden anhand, äh, was deine Lieblingstasche ist und welches iPad da reinpasst und ob du viel unterwegs bist. Würde ich sagen. Welche Filme und Serien ich mag. Was habe ich jetzt neu? Äh, Ted Lasso habe ich jetzt fertig geguckt. Erst hatte ich ja überhaupt keine Lust drauf, aber dann habe ich, äh, habe ich doch angefangen und es war großartig. Die dritte Staffel, wenn ihr mich fragt, hätte mit der wunderbaren Amsterdam-Folge aufhören sollen. Hätte einfach da zu Ende sein sollen. Ich sage nicht mehr inhaltlich, aber ich hätte mit der Amsterdam-Folge einfach aufgehört. Schwupp und fertig. Das wäre ein großartiger Schluss gewesen. Das wäre mein Wunsch an Ted Lasso gewesen, dass es einfach da schon Schluss wäre. Das wäre noch ein bisschen mutiger gewesen. Ansonsten, was gucke ich gerne? Ich war neulich im Kino, den neuen Spider-Verse gucken. Ich mag ja die Spider-Verse-Filme, mag ich außerordentlich, obwohl ich überhaupt kein Spider-Man-Film bin. Aber die Autoren dieser Filme sind einfach großartig und Visuals sind fantastisch. Den Dune-Trailer habe ich mir jetzt auch gerade angeschaut, den zweiten. Und auf den Film freue ich mich riesig, weil ich die Bücher gelesen habe und der äh, unglaublich äh, großer Fan von Denis Villeneuve bin, dem Regisseur. Er hat ja die auch schon äh, Blade Runner hat er gemacht, Arrival hat er gemacht. Äh, ganz toller Regisseur, ganz gutes Auge für Filme und so. Äh, ihn mag ich. Ja, es gibt da ganz, ganz vieles, was ich mag. So, müssen da mal schnell wieder nach unten sausen. Thomas empfiehlt Silo auf Apple TV, er kann Gedanken lesen. Habe ich mir für die Ferien schon notiert. Ich habe mir auch das Buch, äh, Buch gab es bei Amazon gratis neulich. Habe ich mir den ersten Band auch gleich noch geholt als Ferienlektüre. Ist also schon eingeplant, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Was mich ja nicht so gepackt hat auf äh, Apple TV war die... Oh, wie heißt es? Diese Gewalt, äh Foundation, Foundation hat mich, fand ich ein bisschen gar abstrakt. Was großartig war, wo, aber das ist jetzt alles nur Apple TV, ist äh, mit Gary Oldman, wie heißt es, äh, die, diese englische Krimiserie. Äh, Slow Horses, die finde ich unglaublich gut. Erste, äh, erste Folge war, oder nein, erste Staffel war schon sehr gut und zweite Staffel noch mal besser, ganz, ganz toll ganz tolle Fernsehserie. Dann sonst was habe ich noch geguckt? Jetzt muss ich dann unbedingt die neue Marvel-Serie noch gucken auf äh, Disney Plus. Äh, wie heißt sie, irgendwie Secret Invasion oder irgend sowas? Das will ich noch gucken. Willow auf äh, Disney Plus hat mir sehr gut gefallen. Ich bin aber auch ein großer Fan der alten Serie. Ja und ansonsten ich gucke nicht so viel Fernsehen ehrlich gesagt. Ich mache lieber YouTube. Gestern Abend auch beispielsweise habe ich überlegt, soll ich jetzt noch was gucken? Dann habe ich gedacht, ach komm, ich, ich habe viel mehr Lust drauf, ein Video über die Taschenlampe in Garmin-Uhren zu machen. Ja, ich, ich, ich gucke darum auch nicht so viel YouTube. Ich mache es lieber selber. Ah, Im Zocker fragst, warum keine Moderatoren für den Chat? Ja, so ein bisschen derselbe Grund, warum ich hier auf YouTube auch keine... Managementfirmen haben möchte oder keine Cutter oder sowas. Ich kriege ständig Anfragen von äh, erstens Leuten, die sagen, komm, ich schneide dir deine Videos, ich mache dir dann auch äh, Reels und äh, TikToks draus und solche Sachen. Sage ich immer danken, nein, nein, ist nicht nötig. Ich möchte nicht, dass Leute von meiner YouTuberei abhängig sind und ich auf sie Rücksicht nehmen muss. Ich schätze, es ungemein hier an YouTube, dass es einfach nur ich bin und äh, wenn alles Bach abgeht, dann äh, ist auch halb so wild. Also dann ist es auch kein Drama. Wenn man dann Angestellte hat, ist es ein bisschen schwieriger. Und äh, dasselbe ist auch mit diesen Managementfirmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei YouTube kann man so Managementfirmen zwischen sich und äh, sein Publikum schalten und die organisieren einem dann Partnerschaften und Deals und solche Sachen und. Ich habe auch mal mit einem von denen telefoniert, weil ich das Geschäftsmodell gar nicht gekannt habe. Aber da habe ich auch keine Lust drauf. Wozu auch? Ist ja ein Hobby und ich äh, entscheide hier alles selber. Und äh, ich, will, ich will ja auch gar keine Deals und äh, Partnerschaften und solches. Ich sage ja jeweils so, neulich hatte ich auch wieder einen Fall, hat eine Firma geschrieben, ob ich ihr Produkt testen will. Dann habe ich gesagt, ja klar, sofort, äh, immer her damit. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wir möchten dann, dass im ersten Video das kommt und im zweiten Video dann noch äh, dieser Aspekt. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen läuft, aber ich bin da schon immer baff. Was, was, offensichtlich kann man sowas wünschen, aber äh, ich sage dann einfach immer: Ja, wieder Güchs, nix. <laughs> ist ja dasselbe auch, wenn die Firmen schreiben: äh, Kannst du Produkt XY testen? Was kostet das? Dann schreibe so ich immer: Hier ja, ist alles gratis. Es muss einfach interessant sein. Und wenn es mich langweilt und äh, vielleicht das Publikum auch langweilt, dann müssen sie gar nicht kommen. Da kann man nichts kaufen. Nein, äh, darum äh, auch keine Moderatoren hier im Livestream, weil äh, das macht es einfach äh, kompliziert für mich, weil dann muss ich äh, schauen, wer macht das jetzt? Was werfen sie raus? Dann werfen sie jemanden raus, den ich nicht möchte. Und äh, nein, das sind dann so Sachen, über die, um, um die ich mich nicht kümmern möchte. Ja, man könnte jetzt sagen, da könnte man ja trotzdem jemand einstellen, der dieses Zeugs moderiert, aber das ist mir auch zu aufwendig. Da muss ich mich um die Person auch kümmern. Ich finde, wenn es einfach so durchläuft und ich einfach so ein bisschen reingucke, dann äh, Reicht das ehrlich gesagt, weil dann, äh, dann habe ich auch die volle Kontrolle und äh, momentan spamt ja auch niemand. Wir hatten mal eine Zeit lang, da kamen immer so blöde Spams, die ich dann äh, rausgebannt habe oder sowas. Aber momentan finde ich es hier, also ich muss sagen, wenn es anders ist, aber ich finde es eigentlich äh, relativ entspannt hier. Von daher, äh, nein, ich glaube nicht, dass wir hier Moderatoren brauchen, die das irgendwie kanalisieren oder so. Ich. ich ich habe da vielleicht auch so ein bisschen eine altmodische oder amateurhafte Vorstellung davon, dass sich das alles selbst reguliert und die Leute schon schauen, dass sich niemand blöd benimmt. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen illusorisch. So. Ups, jetzt habe ich gerade einen Kommentar verpasst. Nein, ich wohne wahrlich nicht in Berlin. Ich wohne in St. Gallen, das ist in der Schweiz. Das ist immer das Lustige. Ganz viele Leute denken, das, das ist auch etwas Lustiges. Mir schreiben so viele Leute, und äh, lustigerweise auch bei Testgeräten ist es häufig so: dann stellen sie dann fest, oh nein, du sitzt hier in der Schweiz, da können wir da gar nicht hinliefern. Das ist dann jeweils auch Pech. Jonas schreibt noch, ich habe die Airpods Max und sie sind super gut, ja, finde ich auch. Die sind immer noch super. Wenn sie kein Lightning hätten, wären sie perfekt. Aber ich mag die AirPods Max immer noch ungemein. Das Problem ist einfach, die AirPods Pro, gerade jetzt die Zweier, die sind halt auch fast so gut und die kann ich einfach in die Hosentasche nehmen und habe sie immer mit dabei. Außer jetzt, jetzt habe ich sie zu Hause liegen lassen. Aber ich brauche sie ja heute auch nicht, weil. Ist ja nur ein Monolog, da muss ich nichts hören, aber. Ja. Ah, da kommt gleich die Anschlussfrage: No Copyright. Die Frage ist, wann das USB-C-Upgrade kommt, was vermutlich schon kommt. Falls das dieses Jahr noch kommt, aber. Ich finde, das Produkt ist so gut, dass es sich auch mit Lightning noch lohnt. Das habe ich jetzt aber nicht laut gesagt, dass ich dann Lightning-Produkt empfohlen habe. Ich nehme es gleich wieder zurück. Wo oh, wir schon davon haben, ja. Großes Lob für die Frisur. Ja, es wurde langsam. Das ist lustig. Ich bin ja früher praktisch nie zum Coiffeur oder in wie sagt ihr in Deutschland? Friseur. Gell? Ich bin ja praktisch nie zum Friseur gegangen, weil mir das immer zu blöd war. Und ich auch einfach keine Lust drauf hatte. Und das ging ja problemlos, wenn man bei der Zeitung schreibt. Da kann man auch mal irgendwie so lange Haare haben und das ist egal. Und dann geht man hin und wieder mal. Seit ich dieses YouTube mache, muss ich viel öfter gehen. Und trotzdem vergesse ich es halt wieder ständig. Und ich merke es dann jeweils so, wenn ich vor den Videos noch irgendwann brauche ich jeweils zu viel Zeit, um die Haare irgendwo hinzuschieben, dass sie nicht allzu blöd ausschauen. Und das ist dann jeweils so der Hinweis, jetzt muss ich dringend mal wieder zum Friseur gehen. Und weil ja jetzt äh, Sommerferien anstehen in der Schweiz, musste ich unbedingt jetzt noch gehen, weil der Friseur macht auch Sommerpause. Und äh, die Haare waren jetzt schon so lang, dass da dringend was passieren musste. Und äh, die beste Frisur aller Streamer, ja, ich, ich habe meine Zweifel, aber es ist ein sehr nettes Kompliment. <laughs> Und da haben wir noch die Frage von Wipkino, welche Kamera nutzt du zum Fotografieren? Das ist ein bisschen wie wenn man einen Maler fragt, welchen Pinsel er zum Malen nutzt. Nein, das ist ein bisschen eine freche Antwort. Ich nutze einfach, äh, was ich gerade zur Hand habe. Ich fotografiere unglaublich gerne mit dem iPhone. Ich fotografiere unglaublich gerne mit iPads. Da muss ich schon lange mal ein Video dazu machen, warum ich gerne mit iPads fotografiere. Und äh, bei den Kameras... Äh, die Sony A7S 3 ist einfach meine sorglos und immer Kamera. Ich habe jetzt aber auch die A7 IV mal noch gekauft, das ist eben die, die hier hinten streamt und wo wir gucken, ob sie irgendwann überhitzt oder ob sie den Livestream, wie ich ihn mache, durchstehen würde. Und bis jetzt hält sie sich da sehr, sehr gut und sehr, sehr wacker. Die nutze ich sehr, sehr gerne auch zum Fotografieren, weil sie noch mehr Auflösung hat. Dafür ist es schon sehr toll. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie viel Auflösung hat die A7... Hat sie, hat sie 36 Megapixel. Seht ihr, diese Megapixel sind für mich so nicht wichtig. Sie hat einfach mehr. Ich muss nachgucken, wie viele Megapixel das sie hat. Nehme ich jetzt selber Wunder. Und äh, das ist wirklich für mich nicht so wichtig, wie viele Megapixel eine Kamera hat. A7, IV, Megapixel. Zip. Wie viele Megapixel hat sie? 34 sind es. Ja. Ja, das ist schon toll, wenn man ein bisschen mehr Megapixel hat, aber die 12 reichen eigentlich auch. Es ist mehr wie jeweils so ein bisschen... So also ein bisschen dasselbe, wie wenn die Leute zu große oder zu leistungsfähige Computer kaufen, weil sie denken, man bräuchte es. Ich, ich brauche die 34 Megapixel auch nicht, aber ich nutze sie halt trotzdem gerne. Aber ich fotografiere einfach mit dem, was ich gerade zur Hand habe, mal so kurz zusammengefasst. Ah, Sebastian, mit der Frage nach der nächsten Apple Watch. Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was für eine es wird. Äh, gibt es mal einen Neuner von Apple? Weil das iPhone 9 gab es ja nie. Das iPhone 9 wurde ja einfach überhüpft. Damals haben sie das iPhone 8 vorgestellt und dann haben sie gesagt, One more thing, und b, kam das iPhone X oder 10. Und äh, ein iPhone 9 gab es nie. Mal schauen, ob es einen Apple Watch 9 gibt. Kommt ein bisschen drauf an, wie ich glaub, also nur schon mit dem Namen, wie groß das Upgrade dieses Jahr ist, wenn es ein riesen Upgrade ist. Ja, aber beim iPhone ging es damals auch besser von 8 auf 10, weil beides im selben Event war. Dieses Jahr müssen sie einfach das 9 weglassen und direkt ein 10 machen. Was ein bisschen komisch wäre. Ich glaube schon, dass es eine 9 kommt. Was würde ich mir wünschen? Mehr Ausdauer auf jeden Fall, das ist immer sehr willkommen. Sieht man ja an der Ultra, das ist schon bequem, wenn man mal äh, auch mal einen Ladezyklus vergessen kann und äh, das nächste Mal immer noch locker laden kann. Was ich sehr gespannt bin, ist bei den Prozessoren, ob da jetzt ein großer Sprung kommt, ob da mal, weil seit der äh, Apple Watch 6 sind eigentlich alle mehr oder weniger dieselbe Leistungsfähigkeit. Reicht ja auch völlig, aber ich hoffe ein bisschen, dass man so ein bisschen mehr Ausdauer hinkriegt. Also ich denke, ich rechne nicht mit einem großen Apple Watch, ja. Und äh, wir haben heute auch wieder diskutiert, ich glaube, ob es eine Ultra auch eine neue gibt. Aber es muss eine neue Ultra geben, wenn es eine neue Apple Watch gibt. Weil die Ultra ist ja die beste aller Apple Watches. Und wenn dann die neue Apple Watch einen besseren Prozessor hat als die Ultra, wäre das ein bisschen komisch. Darum eine Ultra Series 2, eine Ultra Mark 2, Ultra 2, irgend sowas wird schon kommen, denke ich. Hat sich da von dem falschen Influencer influenzen lassen. Ich denke da an den Herr in Ostermundingen, Jean-Claude Frick. Nein, bei uns regnet es nicht die ganze Zeit. Heute war also sehr, sehr schönes Wetter. <laughs> Kino möchte gerne mal Schweizerdeutsch hören. Oh ja, das stimmt, das hat jemand, äh, hat mir sowieso eine Hausaufgabe noch mitgeschickt auf Twitter. Das, äh, ein Wort, was ich auf Schweizerdeutsch aussprechen soll. Ich muss mal schauen, ob ich es noch finde. Chip, 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 chip. Aber äh, fünf Minuten Schweizerdeutsch wollt ihr wirklich nicht haben. Ah, da. Genau, es ging darum. Der Kollege Gilli hat äh, dieses Brötchendings vertwittert und gefragt, wie, oder es ging um die Frage, wie man das bei sich in seiner Sprache nennt. Und er nennt das offensichtlich Weckle oder Weckle, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ich habe natürlich dann übertrieben und äh, geschummelten Wort erfunden. Und ich habe es äh, Windrädli Knabber Knusperbrötli genannt. Ja, die schweizerdeutsche Variante <laughs> davon ist äh, eine Wortschöpfung von mir. Ich, äh, bei mir heißt das Windrädli Knabber Knusperbrötli. Und äh, so tönt es, wenn ich Schweizerdeutsch rede. Also, es ist etwas, was ich jetzt nicht unbedingt habe und will. Äh, Schwäbisch ist ja schon relativ schwierig, wenn man es so ein bisschen Süddeutschland anlässt. Aber wenn wir dann relativ schnell reden, dann wird es sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwierig. Und äh, nein, das wollen wir nicht. Sollen ja alle was verstehen. Ich mache meine Videos für den Tagesanzeiger, für die Zeitung, für die ich arbeite. Die mache ich jeweils auf Schweizerdeutsch. Da muss ich mich jeweils sehr konzentrieren, weil ich mich so gewohnt bin, Videos inzwischen auf Hochdeutsch zu machen, weil ich das seit drei Jahren ja so oft schon gemacht habe, diese hochdeutschen Videos. Und äh, wenn ich sie jetzt für die Zeitung wieder Schweizerdeutsch mache, muss ich immer so ein bisschen, ist wie so einen Schritt zurückgehen und wieder denken, ah, vielleicht musst du Schweizerdeutsch. Oh, Gruß aus Berlin nach St. Gallen. Grüße zurück. Äh, die Videos beim Tagesanzeiger findet man in der Digitalrubrik. Die sind einfach immer in Artikel drin. Heute habe ich zum Beispiel, äh, wir haben einen Artikel geschrieben über Fotokameras und äh, da habe ich erklärt, was ein Vlog ist. Also dieses äh, ja, simple Kamera-Hinhalten und äh, Filmen. Was natürlich auch viel komplexer sein kann. Da habe ich das mal erklärt auf Schweizerdeutsch. So, wir müssen da mal wieder ein bisschen nach unten. Ah, Robert hat es nicht verstanden. Genau, bei euch heißt es Friseur, wir sagen Coiffeur. Aber Friseur sagen wir nicht so wirklich in der Schweiz. Wir sagen, ich gehe zum Coiffeur. Oder du solltest mal wieder zum Coiffeur. Was heißt, du solltest mal wieder zum Friseur. Was eigentlich recht lustig ist, dass sowohl in Deutschland hat man einen französischen Ausdruck dafür und in der Schweiz auch, aber man hat andere gewählt. In der Schweiz hat es ja sehr, im Schweizerdeutschen gibt es sehr, sehr viele so französische Ausdrücke, die sich äh, gehalten haben. Nicht zuletzt, äh, weil natürlich äh, Frankreich ein Nachbarland ist, ein Teil der Schweiz hier Französisch spricht. Und äh, Napoleon mit seinen Truppen hier auch mal durchgezogen ist und nebst der Demokratie und äh, der Landesaufteilung auch eben ein bisschen was von der Sprache hinterlassen hat. Ja, ein sehr prägendes Ereignis in der Schweizer Geschichte. Und äh, eines der lustigsten Wörter übrigens. Äh, im Schweizerdeutschen nutzt man vor ich man nutzt es nicht mehr so wirklich im Appenzellischen gibt es den Ausdruck noch aber ich glaube auch nicht mehr so wirklich es ist äh, das das Gellurettli ist die Uhr das ist ein Überbleibsel aus dem Französischen wo sie ja heißt Gellurettil wie spät ist es und das Gellurettli ist das wie spät ist es Gerät? So ein großartiges Wort. Ich bin riesen Fan davon. Als ich das das erste Mal gehört habe, ich bin aus allen Wolken gefallen. Gellurettli, so ein tolles Wort. Und in Deutschland wird man jetzt wieder lachen, dass selbst da die Schweizer noch ein Li hinten dran gehängt haben. Ich glaube, eine Apple Kamera so per se kommt nicht. Ich glaube, sie wollen lieber das iPhone zur Apple-Kamera machen. Ich denke, das ist ihre Philosophie. Und äh, die Vision Pro, das, das ist ja auch etwas, was wahnsinnig untergegangen ist. Die Vision Pro ist ja eben nicht nur ein Konsumationsgerät, sondern auch ein Produktionsgerät. Es ist ja eine 3D-Kamera. Also, das muss man im Preis auch noch mit einberechnen. Man hat ja nicht nur ein Konsumgerät, man hat auch gleich das Herstellungsgerät. Das ist wie wenn man zum. 4K-Fernseher auch gleich noch eine 4K-Kamera geschenkt kriegen würde. Ja, Die Vision Pro ist auch eine Filmkamera. Also von daher äh, ist sie natürlich auch eine Art Apple-Kamera. Aber so die eigentlichste Apple-Kamera. Ja, es gab mal früher diese frühen Digitalkameras. Ich weiß nicht mehr, wie sie hießen von Apple. Da waren sie auch sehr früh dabei, aber Steve Jobs hat das der hat dann alles rausgeworfen. Nicht zu Unrecht. Nein, die eigentlichste Apple-Kamera ist ja die von Johnny Ive. Johnny Ive und äh, Mark Newson haben die Design äh, Johnny Ive, der langjährige Apple-Design-Chef und äh, Mark Newson sein Kollege und Freund, äh, mit dem er jetzt die neue Firma hat und mit dem er die Apple Watch gemacht hat. Äh, die zwei haben mal für eine wohltätige Auktion eine Leica umgestaltet. Eine Leica. Und äh, da hat mir eben Johnny Ive mal erzählt, wie unglaublich viel Zeit er in diese Leica gesteckt hat. Und äh, ja, die, die ist mir seit ja nie aus dem Kopf gegangen. Ist die teuerste Digitalkamera, die es äh, oder die teuerste Consumer-Digitalkamera. Es gibt ja Wissenschaftskameras, die offensichtlich teurer sind, aber die wurde dann versteigert für irgendwie 1, irgendwas Millionen oder sogar noch mehr. Und äh, die hat mich immer sehr fasziniert und vor zwei Jahren habe ich die ja gefunden, als ich äh, bei Leica zu Besuch war und im Archiv, und äh, da haben sie mir die aus dem Tresor geholt, und ich konnte mir die Leica angucken, die Johnny, also den Production Dummy davon. Habe ich ein Video dazu gemacht, müsst mal suchen, irgendwie nach Leica-Kamera, Johnny Ive-Kamera oder irgend sowas, dann findet ihr es. Äh, das war ein Riesen-Highlight. Da zehre ich heute noch davon, dass ich diese Kamera mal äh, mindestens ansatzweise in der Hand hatte und äh, die war schon unglaublich toll. So eine Kamera hätte ich unglaublich gerne. Also, wenn Apple doch mal noch eine Kamera macht, können sie einfach dieses Design bitte wieder verwenden. Oh der gute bereut es äh, nicht äh, eine Apple Watch mit Datenverbindung geholt zu haben. Normalerweise ist es das Gegenteil, die Leute bereuen es dafür bezahlt zu haben, weil sie es nicht nutzen. Ich würde es aber auch wie eher handhaben. Ich würde es auch bereuen, wenn ich es nicht hätte, weil ich nutze es wahnsinnig gern. Ich bin ja nicht so ein großer Handy oder Smartphone Fan. Ich lasse das Smartphone auch gerne mal irgendwo äh, zu Hause oder in der Redaktion auf dem Arbeitsplatz und gehe dann einfach in die Mensa runter. Und äh, dann habe ich einfach nur die Uhr dabei. Und äh, das macht schon riesig Spaß, wenn man nicht die ganze Zeit schauen muss, dass man das Handy auch dabei hat. Aber es kostet halt ein bisschen was, das ist der Nachteil. So. Ah, jan Heinrich hat Gerüchte gelesen. Äh, Gerüchte zum Akku sind tendenziell äh, korrekter als äh, Gerüchte zu Farben, Preisen oder Namen. Aber das, äh, die 18% größer Akku soll sie haben. Da ja, muss man dann mal schauen, weil äh, physische Größe von Akkus sagt noch nicht wahnsinnig viel, aber auch die Leistungszahlen von Akkus alleine sagen auch noch nicht so wahnsinnig viel. Die Ausdauer, die sich daraus schöpft, äh, rechnet sich ja aus äh, einer Vielzahl an Faktoren. Insbesondere wie der Prozessor ist, und da wird es ja dann spannend, falls wirklich dieser neue 3-Nanometer-Prozessor jetzt in die iPhones kommt, der müsste natürlich dann logischerweise viel effizienter sein oder vielleicht ein bisschen effizienter, weil Apple dann äh, aufwendigere Sachen macht und das den Gewinn wieder wegfrisst und äh ja, da muss man schauen. Darum, äh, Tech-Specs sind immer nur so und Tech-Leaks sind immer nur so die Hälfte der Gerüchte. Haben wir letztes Jahr ja wunderschön gesehen, wo alle da diese zwei Löcher gezeigt haben im Bildschirm des iPhone Pro und äh, Apple dann einfach per Software ein Loch draus gemacht hat, die Dynamic Island. Und äh, ja, das hat halt niemand kommen sehen, weil alle nur die Tech-Specs gesehen haben. Und äh, das ist natürlich schon immer sehr, sehr spannend. Oh, kann es sein, dass die Kamera jetzt äh, überhitzt hat? Mal schauen. Schnell Test. Ja, wir haben sie geknackt. <laughs> Wie lange haben wir jetzt schon? Eine Stunde zehn hat, muss sie ungefähr geschafft. Also eine Stunde würde ich sagen, hätte sie gehalten, aber dann wäre jetzt Schluss gewesen, wenn ich die A74 für diesen Livestream genutzt hätte. In weiser Voraussicht habe ich das nicht gemacht. Mal schauen, ob wir sie nochmal hinkriegen. Ja, ihr seht, diese Livestreams sind immer auch ein bisschen Tech-Tests. Ja, jetzt, wenn man sie mal abgeschaltet hat und wieder eingeschaltet hat, läuft sie wieder. Aber ich glaube, sie ist immer noch ziemlich warm. Vielleicht hätte ich irgendeinen Propeller da noch hinten dran machen sollen. <laughs> ja, spannendes Experiment. Mal schauen, wie lange sie jetzt durchhält und dann sie wieder weg ist. So. Philipp hat äh, Probleme mit seinem Homepop Mini Neustarten, hilft nicht, kann mir jemand helfen. Ich vermute, es ist ein Routerproblem, rate ich jetzt hier aus der guten Stube raus. Ich hatte ja das Problem ja mit den Nest-Audio-Produkten, den von Google, die haben, einfach, haben, haben sich einfach nicht vertragen mit den TP-Link-Routern. Jetzt mit den Google-Routern funktionieren sie super. Vielleicht, ich vermute, es ist sowas, aber da kann ich auch nur äh, raten. Ja, da hat der gute oder die gute Brickmeat natürlich recht. Falls Apple eine Kamera machen würde, wäre die sicher auch nicht gerade billig und eher in der leicas unterwegs. Oh, das ist eine interessante Frage. Könnte ich mir vorstellen, in die Staaten auszuwandern? Rein juristisch könnte ich das ja, weil ich ja ein US-Visum habe. Als Journalist kann ich ja nicht mit Esther jeweils einreisen. Darum habe ich ein Korrespondentenvisum für die USA, was ich. Ich glaube, nächstes Jahr aktualisieren muss wieder mal. Uh, äh, große Freude. Und äh, wir haben auch Verwandte in den USA, von daher. Aber ja, vorstellen könnte ich es mir, aber äh, wollen würde ich es wirklich nicht. Nein, mir gefällt es hier viel zu gut. Ich habe. Äh, die Leute in Zürich können ja jeweils auch nicht verstehen, dass ich lieber in St. Gallen wohne. Also, äh, nein, äh, mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Und äh, vorstellen ja, aber machen. Nein, wirklich nicht. Vielleicht mal, aber jetzt, wo die Kinder in der Schule sind, möchte man da auch nicht irgendwie ein Austauschjahr oder sowas machen. Elias ist sich unsicher, was besser ist von der Soundqualität: äh, Spotify oder Apple Music. Äh, Apple Music harmoniert halt viel, viel besser mit den Homepods und du hast dieses räumliche Audio damit. Das spricht sehr für Apple Music. Ich habe allerdings ein Spotify-Abo und ein Apple Music-Abo von daher. Aber ich möchte mein Spotify-Abo eigentlich schon lange künden, weil mich die Firma immer wieder ärgert und äh, mit nicht sehr kundenfreundlichen Sachen auffällt. Und äh, ja, muss ich mal schauen. Also, man sollte ja nicht zu viele Sachen vom selben Konzern haben. Darum mag ich es, wenn ich ein bisschen diversifiziert bin und. Äh, Beispielsweise, ich mag es sehr, Google-Dienste auf Apple-Produkten zu nutzen und solche Sachen, weil man dann auch ein bisschen unabhängiger ist, falls Apple dann irgendwann mal blöde Entscheidungen treffen würde. Und wenn man alles im selben Körbchen hat, ist das ein bisschen ein Risiko. Aber ich würde jetzt eher Apple Music. Bernd übrigens auch. Jonas sagt noch: Trackst du deinen Schlaf mit der Apple Watch? Ja, das mache ich. Nutze es aber überhaupt nicht. Ich habe irgendwie 2015 mit Schlaftracking angefangen, damals noch mit einem Fitbit und ich fand es unendlich spannend. Inzwischen, kam, danach kam die Apple Watch, dann gab es dann irgendwann Sleep Plus oder ich weiß nicht mehr, Autosleep, ich glaube, das sind die zwei Schlaf-Apps. Und äh, dann habe ich es damit getrackt, dann gab es es offiziell von Apple. Schlaftracking hat mein Leben kein bisschen besser gemacht, hat mir überhaupt nichts gebracht. Darum äh, inzwischen, ich gucke eigentlich nicht mehr drauf auf Schlaftracking. Das ist mir völlig, äh, ja, ziemlich egal. Und äh, das Lustige ist, jetzt habe ich aber die letzten Tage, habe ich mich wieder sehr mit Schlaftracking beschäftigt, weil die Garmin-Uhr, immer wenn man aufwacht, gibt es, äh, ich teste aktuell ja die zwei da, die Epix und die Phoenix Pro. Immer wenn man aufwacht am Morgen, kriegt man so eine Zusammenfassung von seiner Nacht. Und diese Garmin-Uhr verkündet, jedes, ich, ich wache jeden Morgen gut gelaunt und äh, entspannt auf. Und äh, dann gucke ich auf dieses Garmin-Briefing und dann sagen sie, du hast schlecht geschlafen. Oder du hast okay geschlafen, wenn es hochkommt. Aber meistens habe ich schlecht geschlafen laut der Garmin-Uhr. Meine Güte, ich habe danach immer schlechte Laune, wenn ich das gelesen habe. Und dann fange ich an zu überlegen, habe ich vielleicht auch nicht so gut geschlafen? Also, äh, ich mag ja Direktheit und Ehrlichkeit auch, aber äh, bei Garmin müsste man sich da vielleicht schon mal Gedanken machen über den Nocebo-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der Nocebo-Effekt ist der, Gegend, das, der gegenteilige Effekt des Placebo-Effekts. Äh, beim Nocebo-Effekt geht es darum, äh, wenn man äh, jemanden trifft und dann sagt: Oh, meine Güte, siehst du schlecht aus? Oh, geht's dir nicht gut? Meine Güte, bist du bleich? Bist du krank? Äh, und. Äh, die Leute fühlen sich danach dann halt auch krank. Das ist äh, das Gegenteil des Placebo-Effekts. Äh, wo Placebo ja heißt, äh, gefallen, also wo es um Gefallen geht, äh, ist es beim Nocebo-Effekt der Schadeneffekt. Äh. Also, wenn man Leuten ein Glas Salzwasser gibt und sagt, sie hätten jetzt äh, unglaubliches Gift getrunken, dann wird ihnen auch schlecht und sie erbrechen und solche Späße. Und äh, das ist schon ein bisschen dasselbe, wenn dir da Gaumen jeden Morgen sagt: oh, Du hast unglaublich schlecht geschlafen, Raphael. Also ich, ich bin da wirklich nicht begeistert davon. Aber ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ein Akkuwechsel im Moment kostet bei der Apple Watch. Dam, davon muss man es ein bisschen abhängig machen. Habe ich wirklich nicht so Erfahrung. Aber prinzipiell die 5 ist ja immer noch so großartig, wenn man da einen guten Deal für, also wenn man, wenn Apple dann einen fairen Preis macht beim Akku wechseln, dann äh, lohnt sich das schon. Christian ist neu hier im Kanal. Halli, hallo, halli, hallo. Also das ist ja schon erstaunlich, da kommen immer noch viele neue Leute dazu. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich dann ja nicht groß die Werbetrommel rühre und äh, da auch nicht immer ständig auffordere, Abos abzuschließen und solche Sachen. Aber das ist auch viel schöner. Da gibt es so ein schönes organisches Wachstum, würde jetzt der Marketing-Spezialist sagen. Da geht es einfach immer so ein bisschen nach oben und kommen immer mal wieder Leute dazu. Manche gehen wieder. Ganz viele Leute sind ja dazugekommen zu diesem Kanal, weil ich da einmal dieses berühmte Brot gebacken habe. Ich denke, die meisten, die da ein Abo abgeschlossen haben, sind längst wieder weg, weil ich habe sicher schon seit über einem Jahr kein Brot mehr gebacken. Ja, ich muss dringend wieder mal wieder ein Backvideo machen. Habe ich mir auch vorgenommen, aber Backvideos sind immer so aufwendig. Da müsste ich wirklich mal einen Tag frei haben und äh, wirklich Zeit. Und äh, da fehlt die Zeit ein bisschen. Diese YouTube-Videos sind ja immer nur so ein bisschen Lückenfüller, wenn ich irgendwo zwischendurch mal wieder ein bisschen Zeit habe oder irgendwo was Kleines machen kann. Und ein Brotvideo kann man nicht einfach so hinschludern wie ein Tech-Video. Also höchsten Respekt vor allen, die da professionell Backvideos machen. Da kann so viel schief gehen. Eine Trainingsroutine mit der Apple Watch habe ich auch noch nie gemacht. Was ich wahnsinnig gerne mache mit der Apple Watch, ist äh, Wettläufe mit mir selbst. Wenn ich da meine Trainingsrunde mache, sehe ich immer, äh, wie schnell ich das letzte Mal war und äh, ob ich jetzt im Hintertreffen oder schneller bin als das letzte Mal. Heute war ich zum Beispiel äh, fast 45 Sekunden langsamer, als ich es sonst bin. Aber es war einfach so unglaublich warm heute. <laughs> ja, so zurück zur Frage mit dem Wetter in St. Gallen. Aber es war einfach zu warm und... Äh, ich war auch nicht so auf Zack, weil ich den ganzen Morgen schon irgendwie gearbeitet habe und der da und dort noch war. Darum war ich ein bisschen langsamer als sonst. Aber äh, das finde ich eine ganz tolle Funktion bei der Apple Watch, wo man äh, gegen sich selber laufen und äh, Rad fahren kann. Ah, Moritz ist dazugekommen. hallo, da kommen immer noch Leute dazu. Aber oh, wir sind ja fast bei 500 Zuschauern jetzt, meine Güte. Ich vergesse immer zu gucken, wie viele Leute da zuschauen. Ich sehe einfach immer so diese Kommentare. Wenn wir hier nochmal, ich kann es euch ja mal zeigen, vielleicht kriege ich das hin. Ups. So schaut das hier bei mir aus. Ich sehe da einfach immer hier diese Kommentare und das sind dann so die. Wow, oh, das, 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 wow. das ist ja. Das ist ja ein Trippy-Effekt. So, machen wir die Kamera da wieder weg. Ich sehe einfach immer da diese paar Kommentare durchsausen und äh, denke dann immer, ja, das sind ungefähr so viele Leute. Aber dass da wirklich, dass da inzwischen fast 500 Leute sind, man kriegt ja nicht so ein Gespür dafür, wie viele Leute da sind. Wenn man denkt, dass da jetzt ein volles Konzerthaus ist, ist das schon ein bisschen surreal. Aber äh, macht das Ganze auch viel entspannter, wenn man einfach hier in die Kamera spricht und da nicht vor so einem großen Auditorium sitzt. Ah, Norbert mit dem Akku für das iPad. Mein Problem mit diesem Ding ist, ja, ich hätte auch gerne viel mehr Akku. Ich habe, ja nicht, ich habe es ja am Anfang des äh, Livestreams gesagt, ich habe sehr lange das äh, MacBook Pro 16 Zoll mit M1 Pro genutzt. Das äh, Arbeitslaptop, was ich von der Arbeit habe. Und das Ding hält einfach ewig. Es hat der Akku ohne Ende. Und äh, mit dem iPad bin ich da schon unendlich neidisch geworden. Aber dann habe ich mir überlegt... Äh, was würde ich denn aufgeben, um beim iPad mehr Akku zu kriegen? Möchte ich es dicker haben? Nein. Wirklich nicht. Ich finde das genau die perfekte Form. Ich möchte nicht, dass das iPad dicker ist, weil wenn es dicker ist, ist es wirklich einfach nicht mehr das Gerät, was man so elegant in der Hand haben kann, mit sich rumtragen. Das 12er kann ich, seit ich das 12er praktisch nur noch im Smartfolio nutze, trage ich es überall mit mir rum und ich mag es inzwischen auch auf dem Sofa sehr, sehr gerne. Es darf nicht größer, nicht dicker vor allem und es darf auch nicht schwerer sein. Also was machen wir da? Das ist wirklich schwierig, oder? Man müsste halt effizientere Prozessoren haben, aber wie viel man damit rausholen kann, ich weiß ja nicht. Also ich hätte viel viel weniger Spaß am iPad, wenn es dicker oder schwerer wäre. Darum, seit ich mir das so ein bisschen überlegt habe, bin ich da ein bisschen entspannter geworden, was die Ausdauer des iPads angeht. Ja, sie könnte viel, viel besser sein und es wäre toll, wenn sie viel, viel besser wäre, aber dicker und schwerer wäre halt eben auch nicht toll. Also, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Wo haben wir die Frage nochmal? Da muss ich gleich ein paar Kommentare. Ah, siehst du, Horst ist immer noch hier und der hat mich wegen der Brotvideos entdeckt. Ich denke, er ist die große Ausnahme. Ich vermute, die meisten, die mit über die Brotvideos dazugekommen sind, sind wieder verschwunden. Aber freut mich natürlich sehr, dass er immer noch dabei ist. Spricht auch für dieses Brot. Das Rezept ist halt wirklich immer noch großartig. Was ich mal noch machen muss, ich muss aus diesem, ich habe aus diesem Brotrezept inzwischen eine Variante gefunden, wie man Baguette herstellen kann. Damit das möchte ich schon lange mal vorführen. Und äh, mein Brioche-Rezept habe ich auch noch mal optimiert. Das könnte man auch mal noch machen. Nein, die Sonoma-Beta habe ich noch nicht ausprobiert, weil äh, der Mac Studio, den ich hier nutze, der ist ja jetzt äh, absolut systemrelevant für diese Livestreams und da möchte ich dann wirklich nicht, dass mir der Livestream abschmiert, weil ich äh, wieder Quatsch gemacht habe und. Äh, nein, lieber keine Risiken. Ich bin da immer, bei Livestreams bin ich wirklich hypervorsichtig. Darum haben wir ja auch dieses Mal eben diese Zweitkamera hier hinten, die nur dazu da ist, äh, um zu schauen, äh, wie lange sie einen Livestream aushält und äh, wann sie überhitzt und nach einer. Stunde etwa hat sie das erste Mal überhitzt, darum ist die für Livestreams überhaupt nicht geeignet. Aber jetzt, wo ich sie einmal ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe, hält sie sich wieder wacker. Also ist auch gar nicht mehr so heiß da hinten, also interessant. Ja, ihr seht, hier wird immer munter experimentiert im Kanal. So, wo war die Frage, die ich auch noch wollte? Alex hat noch eine Frage zu E10. Ja, man kann damit auch fotografieren. Ist natürlich nicht ganz so bequem, wenn man keinen Sucher hat. Und ich glaube, Serienbild kann sie nicht. Das ist ein bisschen albern. Das hat Sony einfach, das, äh, hat Sony einfach weggestrichen, um es vermutlich ein bisschen weniger attraktiv für Fotografen zu machen. Aber musst du nachschauen. Aber ich glaube, Serienbild kann sie nicht, was ein bisschen komisch ist. Aber wenn man jetzt nicht äh, Profifotograf oder Sportfotograf werden möchte, ist das ja nicht so dramatisch. Welches Armband zum Schwimmen bei der Apple Watch? Ich mag am liebsten die Sport- oder Sportbänder, also da die fluorelastomer bänder halt und äh, ganz besonders die Nike Sportbänder, die mit den Löchern drin. Ich finde die zum Schwimmen eigentlich am besten. Ah, über den Surface Laptop Studio haben wir heute auch gerade gesprochen, beim Coiffeur, äh, beim, wie sagt ihr, Friseur. <laughs> Den habe ich ja auch mal getestet, habe ihn aber wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei den Surfaces von Microsoft. Da kommt meistens sehr, sehr viel und dann kommt einfach eine Weile lang wieder gar nichts. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber das Surface Laptop Studio heißt es. Zum Glück hat er es geschrieben, weil ich weiß nie, ob es Surface Studio Laptop oder Laptop Studio ist, aber es ist Laptop Studio offensichtlich. Ich bin ja nur zum Stiftnutzer geworden wegen dem Surface Pro 3 damals. Ich habe ja Handschrift gehasst. Ich wollte nie wieder in meinem Leben von Hand schreiben. Habe ich mir geschworen nach der Abschlussprüfung an der Uni, die man noch vor Hand schreiben musste. So ein Horror, diese blöde Handschrift. Und dann war beim Surface Pro 3 in der Box, was ich mir gekauft habe, dieser Stift schon dabei. Und dann habe ich entdeckt, wie unglaublich cool und schlau es ist, Notizen von Hand wieder zu schreiben, weil man da viel besser denken und strukturieren kann. Und so bin ich zum OneNote-Fan geworden und äh, habe dann auch auf dem iPad angefangen, Stift. Oder da kam danach kam das iPad überhaupt erst mit Stift dazu und da habe ich ihn sehr gerne genutzt. Und ja, und jetzt haben wir Freeform, was ich äh, für all meine Notizen nutze. Da habe ich heute auch wieder gelobt, die App, die ist wirklich so toll. Ja, Stift und äh, Tablets ist wirklich etwas ganz, ganz Großartiges. Ich würde sagen, das ist normal, dass der Akku der Apple Watch 8 knapp einen Tag reicht. Kommt ein bisschen drauf an, was man damit macht, aber Nein, das würde mich jetzt nicht aus den Socken hauen, diese Nutzungszeit ehrlich gesagt. Josef wünscht einen guten Abend. Da weiß man jeweils nie, ob die Leute sich verabschieden oder ob sie neu dazu gekommen sind. Das sehe ich in meinem Tool nicht. Oh, Noyus hat, hat genau noch die Zahlen geliefert, die mich interessiert haben. Das ist ja so cool an diesen Livestreams. Äh, wenn ich etwas nicht weiß, ihr wisst es ja auch. Wisst ihr noch, als das äh, Samsung Galaxy S23 Ultra futsch war und wir es im Livestream wieder reparieren wollten und nicht hingekriegt haben? Das war ja so cool. Ich dachte, ich führe euch das S23 Ultra vor und dann ging es nicht mehr. Und ich dachte, der Akku ist leer. Haben wir so es Strom angeschlossen, ist nichts mehr passiert. Dann haben wir alle Tassenkombinationen probiert. Die hat mir da gesagt, drück diese und diese und äh, es ist nicht mehr angesprungen. Und dann wussten wir, das Ding ist futsch. Samsung hat es natürlich ausgetauscht und funktioniert längst wieder. Nein, äh, diesmal war die Frage, was kostet der Akkutausch? 60 Euro. Das finde ich aber ein super Preis. Ich würde das unbedingt machen. Außer man hätte natürlich gerne neu und dann kann man die Fünfer noch verkaufen. Aber ich bin da ein lausiger Wiederverkäufer von Produkten und äh, Glas und Touchscreen kostet 130. Ja, also der Akku-Tauschpreis ist wirklich, also der ist wirklich, ich glaube, der ist wirklich fair. Sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was es in der Schweiz kostet, aber... Ja, das finde ich gut. Ich muss mal schauen, ob... Kann man nicht bei der Series 3 den Akku noch tauschen lassen? Weil ich habe noch eine Series 3, die ich eigentlich sehr gerne mag. Muss man schauen, ob man den da noch tauschen kann. Der Samuel fragt, welche... Streaming-Software ich nutze. Ich habe ja mit äh, OBS angefangen und da hatte es viel zu viele Knöpfe und man konnte viel zu viel falsch machen. Da habe ich mich ein bisschen umgeguckt, ob es etwas Einfaches, Intuitives und Elegantes gibt. Und äh, ich bin bei eCam gelandet. Warte, ich kann dir das mal zeigen. Das ist jetzt ein bisschen meta, wenn ihr es so seht. Da hinten ist übrigens der Mac Studio. Wo ist er da? Ja, so schaut äh, eCam aus habe ich hier die Kommentare hier unten habe ich die verschiedenen Kameras Ups. und dann kann ich hier oben könnte ich jetzt äh, Kameras wechseln das ist ein bisschen komplex wenn man es so anschaut uhuh. <laughs> ich kann mich an dem Effekt nicht satt sehen sorry aber nein die App ist wirklich super einfach äh, ist aber nicht gratis da muss man was bezahlen dafür aber äh, ich gebe lieber ein bisschen Geld aus und habe dafür einen entspannten Livestream, als wenn ich wie bei OBS die ganze Zeit gucken muss, was wieder los ist. Und wenn die Leute dann wieder sagen, Ton und Bild ist nicht ganz synchron oder irgend sowas hängt und das ist alles mühsam. OBS ist großartig, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte oder wenn man ein Team hat. Ich habe ja kein Team und ich möchte mich auch nicht damit auseinandersetzen. Ich möchte mich lieber mit euch auseinandersetzen und mich nicht mit der Technik rumärgern. Darum habe ich mir gedacht, komm, das leistest du dir jetzt, diese e cam software und sie ist wirklich großartig. Ich kann sie auch nutzen, wenn ich Vorträge halte, dann kann ich dann mehrere Kameras einbinden als Webcam, da direkt in Zoom oder Teams reinhängen. Nein, eCam ist wirklich großartig, gibt es nur für den Mac. Das ist auch noch etwas, worauf ich geachtet habe. Ich habe mir extra eine Software genommen, die es nur für den Mac gibt, weil dann habe ich die Sicherheit, dass sie sich auch wirklich ins Zeug legen und sie immer da optimieren, wo ich bin. Zwar bei OBS auch ein bisschen das Problem, dass natürlich logischerweise alle haben ja die Windows-Variante und ein paar wenige nutzen Mac. Entsprechend hatte ich schon das Gefühl, dass die Windows-Variante ein bisschen besser war als die Mac-Variante. Und der Icam e hat halt nur den Mac. Die müssen sich hier wirklich Mühe geben und das tun sie auch. Ich mag die wirklich sehr. Also, Tom ist gera offensichtlich gerade erst dazugekommen und fragt, was er alles verpasst hat. Nun, ich fasse nochmal alles zusammen, was wir. Das ist ja das Schöne an diesen Livestreams. Man kann einfach da einschalten, wo man Lust hat und noch ein bisschen mitschauen. Und danach, wenn es fertig ist, spult man zurück an den Anfang und guckt sich den Anfang nochmal, wenn man dann wirklich möchte und es nicht nur eine rhetorische Frage war. Jens fragt, welches Zifferblatt ich aktuell verwende. Das können wir natürlich gleich. Äh Vorführen. Uh, ist ein bisschen hell. Warum ist das jetzt so hell? Ist das Zifferblatt so hell oder die Kamera so dunkel eingestellt? Ja, es ist es auf jeden Fall das da hier. Das, äh, wie heißt es? Palette heißt es. Ja, genau das da. Ich habe alle Komplikationen davon verbannt. Ich habe noch eine Variante mit Komplikationen. Aber das da gefällt mir am besten. Es geht ein bisschen hell. Warum ist das jetzt so hell geworden? Habe ich da was verstellt? Interessant, interessant. Ja, das gefällt mir sehr. Gibt es aber erst mit WatchOS 10, aber ich habe ja schon WatchOS 10 drauf. Genauso wie das Snoopy-Zifferblatt, was ich auch immer großen Spaß dran habe. Aber das ist mir sehr, sehr schön, aber lenkt ein bisschen ab. Und vor allem, man wird die ganze Zeit auf Snoopy-Zifferblatt angesprochen, weil andere Leute sehen die Zifferblätter ja auch. Und dann sagen die mal, oh, jö, so schön Snoopy, kannst du dann noch mehr zeigen? Was macht er sonst noch? Und äh, schwupp sind wieder fünf Minuten mit Snoopy durch. <laughs> ah, Jonas fragt noch äh, nach Kindern. Ja, ich habe deren zwei. Sind noch im Schulalter. Oh, das ist ein interessantes Gerücht. iPhone 15 Pro könnten in Basis mit 246. Äh, ja, das wäre überfällig beim Pro, weil das Pro hat ja dann Funktionen wie, äh, ich glaube, ProRes-Filmen konnte eh konnten eh nur die Modelle mit mehr Speicher und das dann so ein bisschen. Machen Sie lieber den Startpreis ein bisschen höher, was natürlich dann wieder Leute ärgert, aber dafür haben alle alle Funktionen. Ist ja ein bisschen dasselbe, was. Äh, da bei den Macbooks jeweils ist, wenn man die kleinste Speichergröße wählt, hat man ja nur einen Speicherriegel und äh, darum ist das Speichertempo dann nicht ganz so hoch. Im Alltag völlig egal und die Leute, die es merken, die kaufen eh mehr Speicher, aber äh, es sind einfach so Kleinigkeiten, die nicht so schön sind. Ich finde, wenn man äh, einen guten Preis zahlt, dann sollte man sich nicht äh, danach ärgern, weil man etwas nicht gekriegt hat. Ja, ich habe Verständnis, dass beim iPad nicht alle die 16 GB RAM haben, bei den Pros, sondern auch nur die Modelle ab 1 TB aufwärts. Aber äh, ich fände es schöner, wenn das alles ein bisschen einheitlicher und logischer wäre. Und äh, wenn wir schon dabei sind, wenn äh, alle iPads GPS hätten. Und den U1-Chip. Und NFC. <laughs> NFC hat nämlich keins, glaube ich. Und U1-Chip hat, glaube ich, auch noch keins. Äh, ja, ja. Aber nicht wünschen, sondern Fragen beantworten. Der Whisky Enjoy ist auch noch aufgetaucht. Was macht ihr da? Immer einen guten Genuss. Ah, ja, ja, da wird schon Alkohol getrunken und ich bin noch beim Mineralwasser. Jetzt ist dann gleich das Wasser alle. So. <laughs> Vor wir schon von Getränken haben, Grufi fragt nach der Barista-Ausbildung. Ich habe keine Kurse besucht, ich habe es mir selber beigebracht und ich bin unendlich stolz darauf, dass ich jetzt äh, selbst äh, das mit dem Milchschaum so gut hingekriegt habe, dass ich äh, eigentlich keine Lust mehr habe, auswärts Kaffee zu trinken. Ja, ich habe da neulich mal äh, wir haben uns nach Jahren, ja nach Jahrzehnten, habe ich uns von Nespresso verabschiedet und eine Siebträgermaschine gekauft, eine Schweizer Maschine, die einfach sehr, sehr schön ist, die Zuriga-Maschine. Sie ist auch sehr teuer leider. Aber es macht so großen Spaß. Und äh, ja, man verliert nicht so viel Zeit und der Kaffee ist einfach so unglaublich gut. Selbst meine Mutter kommt jetzt ständig zu Besuch, weil sie den Kaffee so mag. Also es ist wirklich die beste für die Maschine. Und äh, ja, wir haben es uns wirklich selber beigebracht, anhand von ein bisschen Erklärvideos auf YouTube äh, von Zuriga und anderen. Und äh, ja, jetzt können wir es und es funktioniert großartig, macht großen Spaß. Und äh, ja, ich habe schon wieder eine Dummheit gemacht. Ich habe mir jetzt neulich einen bodenlosen Siebträger auch noch bestellt. Ja, weil da die Profis das so empfehlen und ich das so spannend fand und dachte, ach komm. Aber das, wirklich, das, das ist ein bisschen das Problem mit diesen äh, Kaffeemaschinen. Ist wie mit äh, vielen. Mit, Technikkäufen auch äh, teure neue Geräte ziehen, teure neue Folgekäufe nach sich. Wenn man sich einen 4K-Fernseher kauft, möchte man plötzlich das Netflix-Abo mit 4K haben. Wenn man sich halt eine gute Kaffeemaschine kauft, möchte man auch eine gute Mühle, dann möchte man noch dies und das. Und, äh ja, ist ein Fass ohne Boden, aber ein sehr, sehr schönes Fass. Also wirklich ein Hobby, wo ich äh, großen Spaß dran habe und der Besuch, der zu Besuch kommt, hat auch große Freude dran. Ähm, Word und Excel auf dem iPad, ja, ich würde sagen, das kostet auch. Da muss man dieses äh, Office 3, nein, inzwischen heißt es ja Microsoft 365-Abo haben. Aber ich nutze einfach kein Word und kein Excel mehr. Ich habe meine Microsoft-Abos vor einem Jahr ungefähr, nein, oder was weniger, habe ich die auslaufen lassen und habe sie nicht vermisst. Ich komme gut ohne aus. Was mich am meisten geschmerzt hat, war der OneDrive-Speicher. Der war halt so praktisch, wenn ich Fotovergleiche gemacht habe von Handys, von Android-Handys und von iPhones, dann habe ich immer alles in OneDrive geladen, weil das läuft auf allen und da hat man die volle Qualität und das war super, aber seien wir ehrlich, Handy-Kamera-Vergleiche Handy sind einfach auch langweilig geworden. Sind ja inzwischen alle gut. Also das macht auch nicht mehr so viel Spaß wie früher, darum mache ich das auch viel, viel selten, darum habe ich es auch nicht so vermisst. So. Ah, Holger hat noch nachgeschaut, dass es für die Dreier kostet, den Akku zu wechseln bei Gravis. Ah, das ist das, was ihr in Deutschland habt, 99 Euro. Ja, ah, das ist schon ein bisschen viel. Ich glaube, ich behalte die einfach als Museumstück. Ah, die AirTags, die halte ich für eines der besten Produkte. Ich bin unendlicher Fan dieser Dinger. Sie sind so praktisch, was die mir eins Ärger erspart haben. Ich habe sie neulich sogar genutzt, um an einem Kindergeburtstag eine Schatzsuche zu machen. Ich habe da im Quartier ein paar AirTags versteckt und die Kinder mussten dann äh, die suchen gehen. Und äh, einen habe ich sogar im Boden vergraben und der hat trotzdem noch rausgefunkt. Nein, äh, die AirTags sind wirklich ein unglaublicher Segen. Also ich würde sie nie wieder missen wollen. Auch im Wissen darum, dass sie für Blödsinn genutzt werden, aber da sind ja Apple auf Zack inzwischen und äh, Apple, Google und äh, die anderen Firmen, Samsung ja auch, haben ja auf diesen Herbst auch äh, neue Tools angekündigt, dass man besser informiert wird, wenn einem da jemanden AirTag oder was ähnliches, ein Galaxy Tag oder wie heißen die anderen noch, weiß es gar nicht mehr, untergejubelt hat. Also äh, ich denke, das mit diesem Stalking kriegen sie hoffentlich bald in den Griff. Aber für mich, rein egoistisch, sind sie unendlich praktisch. Also, da äh, bin ich so froh um was ich schon einen Schlüssel verloren habe oder neulich, als ich einen Koffer im Zug habe, liegen lassen. Also, meine Güte. Ach, nein, äh, ich bin so froh, sagen wir es so, ich bin so unendlich froh, um diese AirTags oder eben auch die Galaxy-Tags. Ich nutze auch ein paar Galaxy-Tags, um es ein bisschen zu vergleichen. Die kosten die alle so um 30, 40 Franken, Euro rum. Für mich ist der Gegenwert dieser Dinger so enorm, dass ich auch das Doppelte bezahlen würde und es nicht unfair fände. Ich finde die wirklich einfach so praktisch. Neulich haben wir einen ausgeborgt, um, äh, da, um einen Hund äh, zu tracken. Und, und, und auch dafür funktionieren sie. Die Leute, kann, die kann man für so viele Sachen nutzen. Und äh, nein, ich bin da wirklich ein ganz, ganz großer Fan da. Und äh, er hat ja explizit noch nach dem Verreisen gefragt. Da sind sie halt auch super. Aber da muss man einfach vorausschicken, man muss ein sehr entspanntes Gemüt haben, weil es kann dann halt schon sein, manchmal auf dem Rollfeld, im Flugplatz oder irgendwo, dass sie sich nicht gleich sofort aktualisieren. Da kann es dann schon mal so ausschauen, als wäre man losgeflogen und, die R und der Koffer wäre noch am Flughafen oder man sitzt im Zug und merkt, der Koffer ist nicht mehr im Zug und solche Sachen. Weil es halt nur hin und wieder Kontakt herstellt mit dem iPhone, was dann halt in dem Moment gerade vorbeiläuft, kann es schon mal so ausschauen, als wäre der Koffer nicht mehr da. Und äh, da muss man halt dann schon ein bisschen entspannt sein. Also ist jetzt nichts für Leute, die unglaublich nervös sind und die ganze Zeit dann gucken, habe ich meinen Koffer noch und so. Äh, dafür taugen sie nicht. Und was auch nicht taugt, ist ja der Hinweis, Achtung, du hast äh, deinen Koffer vergessen oder sowas. Dieser Hinweis kommt, äh, kann ich aus Erfahrung sagen, immer erst, wenn es äh, schon zu spät ist. Da müsste es so einen Modus geben. Äh, ja, pass auf, dass dieses Gerät jetzt immer bei mir bleibt. So ein äh, Super Security Modus, den man aktivieren kann. Und äh, sobald ein Gerät dann nur irgendwie zwei Meter von einem weg ist, kommt schon die Warnung, dass man auch hier sofort informiert ist, wenn man nicht darauf und dran ist, einen Koffer im Zug liegen zu lassen oder sowas. Also äh, das würde ich mir noch wünschen von den AirTags. Oh ja, äh, nicht wirklich dein Thema, aber was hältst du von Wärmepumpen? Ich bin da unendlich lausig. Ich weiß nicht mal genau, wie die funktionieren. <laughs> Tut mir schrecklich leid. Äh, ich habe kein eigenes Haus, wir wohnen in einer Mietwohnung. Und äh, das. Äh ich bin ja nur schon unendlich stolz auf mich, dass ich das mit den Solarzellen hinbekommen habe und jetzt selber kann und ein bisschen rauskommen, wie das funktioniert, aber. Bei diesen Wärmepumpen, Erdsonden, Heizungsdebatten, da bin ich wirklich, das ist für mich so ein bisschen wie Autos. Ja, ich finde es interessant, aber Ahnung habe ich wahnsinnig wenig und äh, substanzielles kann ich da sowieso nicht viel beitragen. Selbst bei Autodiskussionen kann ich einfach sagen, ich finde das schön, das ist schön und das ist schön und ich brauche ein Auto, was selber fährt und parkiert oder wie in Deutschland sagt, parkt. Auf die Ultra 2 warten. Puh. Kommt ein bisschen drauf an. Ich habe den Verdacht, wenn man äh, jetzt eine Ultra kauft, wird man nicht wahnsinnig enttäuscht sein, wenn man äh, nicht die 2er hat. Weil das war bei der Apple Watch in den letzten Jahren immer so. Das macht sie auch so. Technikfans und YouTuber finden das doof, äh, weil die müssen ja immer Neues verkaufen und äh, einen riesen Jubel loslassen. Aber für Konsumentinnen und Konsumenten ist es großartig. Seit der Apple Watch 5, würde ich sagen, Egal welche man sich wann gekauft hat, selbst wenn eine Woche später eine neue kam, so sehr hat es einem nicht geschmerzt. Geschmerzt hat es Techniktester, die dann gesagt haben, oh, da ist ja fast nichts Neues, ist ja wieder nochmal derselbe Prozessor und hat irgendwie diesen einen Sensor nochmal oder der Bildschirm ist ein bisschen größer. Für Techniktester, YouTuber ist das nicht toll, aber für Konsumentinnen und Konsumenten ist das toll. Egal welche Apple Watch man sich in den letzten Jahren gekauft hat, die Chance ist sehr, sehr hoch, dass man heute immer noch großartig zufrieden ist damit. Darum, äh, ich vermute, bei der Ultra wird es ein bisschen ähnlich sein. Aber wenn man jetzt unbedingt vielleicht eine andere Farbe, eine schwarze Ultra hätte, dann kann man schon pokern, aber darf dann nicht enttäuscht sein, wenn sie dann nicht in schwarz kommt, wie ich verraten ver habe. Das ist ja nur reine Spekulation. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass bei der Ultra vielleicht äh, zwei Farben kommen diesen Herbst. Ja, Shrinking wollte ich auch mal noch gucken, habe ich aber wieder vergessen. Danke für den Hinweis. Bei Harrison Ford muss ich gleich wieder an Indiana Jones denken. Habe ich aber nicht gesehen im Kino, muss ich vielleicht... Ich habe hier den... Äh, Vorletzten Indiana Jones noch im Kino gesehen, den äh, Crystal Skull, und äh, war nicht so angetan davon. Obwohl ich heute gesehen habe, dass jetzt alle sagen, oh, rückwirkend betrachtet war Crystal Skull ja großartig. Ich weiß ja nicht. So. Meinung zu Stage Manager, weil das iPad Pro 2018 hat 4 GB RAM und wird unterstützt und mein iPad Air mit A14 bei OnlyChip hat 4 GB und wird nicht unterstützt. Ja. Das ist alles ein bisschen gemorks von Apple, da haben sie sich äh, blödsinnig und ein bisschen äh, unsouverän in die Nesseln gesetzt. Das hätten sie antizipieren müssen, hätten sie voraussehen müssen, hätten das eleganter lösen müssen mit diesem Stage Manager. Da müssen sie, aber da können sie jetzt die Scherben selber zusammenmischen. Da komme jetzt nicht ich mit dem Schäufelchen und Beselchen, wie man da auf Schweizerdeutsch sagt. Äh, ja, das ist ein bisschen. Vielleicht ist es so, dass der Prozessor im. 2018er Pro natürlich schon leistungsfähig ist, als der im Air und es nicht vom RAM alleine abhängig ist, aber... Keine Ahnung. Oh, der iMac. Ja, der iMac ist momentan wirklich schwierig. Einerseits ist der iMac immer noch großartig. Wir haben ja einen zu Hause im Einsatz. Der wird täglich gebraucht. Das ist ein unglaublich toller Computer. Ich bin immer noch so Fan davon. Design ist großartig, Leistung ist fantastisch, Anschlüsse hat er alle. Was will man mehr? Der ist wirklich so großartig. Das Problem ist einfach, der hat jetzt keinen M2 gekriegt und wann kommt dann der M3 und wann kommt der neue und kann man den jetzt noch kaufen? Und der Normalo-Konsument kann den. Völlig entspannt kaufen, weil der ist immer noch so gut und hat so viel Leistung drin. Wenn man aber halt immer das Neueste haben möchte und sich dann ärgert, wenn man es nicht hat, ist der, der iMac momentan wirklich ein bisschen ein schwieriges Produkt bei Apple, weil sonst ist eigentlich alles mit M1 inzwischen ersetzt und aussortiert. Also hat mindestens einen Nachfolger mit M2 drin, aber der iMac geistert da immer noch rum. Gibt es vielleicht im Oktober einen neuen. Kommt dann da schon der M3? Das ist alles so unendlich komplex, was ja auch noch kompliziert ist, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Die Apple-Brille, die Vision Pro, hat ja den M2-Prozessor und kommt ja erst Anfang oder irgendwann 2023 kommt es ja. Und äh, das ist ja dann schon auch die Frage, wenn die dann noch den M2 hat und es gibt schon Sachen mit dem M3, sieht das ja sie auch doof aus oder kriegt die dann den M3? Und äh, ja, das, da sind momentan so viele Bälle in der Luft äh, beim Jonglieren von Apple, dass man da nicht so wirklich weiß, welche Bälle wann, wie landen. Und äh, ich würde einfach sagen, was ich immer sage, wenn man jetzt einen iMac braucht, kann man ihn sich schon kaufen, weil er ist großartig. Vielleicht einfach Sicherheitshalber das Modell mit ein bisschen mehr Leistung nehmen. Nein, den kenne ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ansonsten habe ich ja viele YouTuber inzwischen in meiner, bei meinen Reisen auch äh, kennengelernt. Äh, die Own Galaxy Jungs habe ich mal an einem Sonos Event kennengelernt. Und natürlich äh, die I Know Reviews, äh, also den Kilian, den Alex, äh, Alexi Bexi, den. Aber äh, wen haben wir noch? ist du jeweils auch noch unterwegs? Ja, einfach so halt. Äh, ja, die trifft man schon hin und wieder und ja, die kenne ich auch inzwischen persönlich. Das, das erzähle ich ja immer wieder gerne. Den Alexi Bexi kannte ich ja schon viel, viel länger, als dass ich wusste, dass er YouTuber ist. Ich dachte immer, das ist einfach ein Redakteur von einer deutschen Zeitung, der auch mit dabei ist. Ich habe dann erst viel später realisiert, dass er YouTuber oder dass er da einer der großen YouTuber in Deutschland ist. Ja, das war schon sehr, sehr lustig. Ah, das Ding Felix habe ich vergessen. Natürlich Felix er habe ich auch schon ein paar Mal getroffen und so. Die kenne ich, nein, den Apfelwelt habe ich nie kennengelernt, also kenne ich nicht persönlich leider. Aber vielleicht ändert sich das ja mal, also da bin ich immer gespannt. Aber ich bin ja nicht so der YouTube-Experte, ehrlich gesagt. Ich war neulich am Anlass von zehn Jahre YouTube Schweiz und äh, zum Glück war der Kollege Lorenz Keller mit dabei. Der kennt die ja alle, der weiß dann, wer wer ist. Der hat dann gesagt: Oh, die haben, das sind die und das sind die. Und ich so, ja. Ich, weil ich ja selber eben lieber YouTube mache als gucke, kenne ich dann auch nicht alle. Und gerade so die riesigen Megakanäle, die halt so Comedy-Sachen oder so Influencer-Sachen machen, das gucke ich mir ja selber auch nicht so an. Darum kenne ich die dann alle nicht so wirklich. Ah, no, Copyright fragt nach der, meiner YouTube-Themenliste. Ich kann euch die mal schnell zeigen. Whoops, wo haben wir sie Freeform. So, dann, da ist sie, YouTube Ideen. Und ja, das sind wirklich äh, Screenshots, die ich jeweils erstelle und dann äh, da einfüge. Und dann, wenn ich einen wieder beantwortet habe, dann streiche ich den durch und dann kommen wieder neue. Was habe ich mir jetzt da aufgeschrieben? Ah, Philipp hat nach einer Apple Watch mit Kamera gefragt. Das hat nämlich schon mal jemand gefragt, weiter oben muss ich in das, da genau, da hat auch schon mal jemand danach gefragt, wie es denn äh, ob ich das mal getestet habe und wie ich das halte mit der Apple Watch mit Kamera, da muss ich unbedingt mal ein separates Video dazu machen. Ah, Adi Totoro, ja. Ja, den kenne ich sogar. Der, ist, der war auch ein, ein. Ich weiß nicht, ob er am 10-Jahre-Event auch war, aber den habe ich auch mal an einem YouTuber-Event kennengelernt. Ein ganz netter Typ. Äh, die Videos kenne ich auch nur halt so von äh, anderen Leuten ins Handy gucken oder wenn es einem jemand auf WhatsApp schickt. Es ist dann jeweils schon lustig, wenn man die Leute trifft. Ja, ganz ein schlauer Typ. Tom fragt nochmal nach der eckigen Apple Watch, die ja letztes Jahr durch die Gerüchteküche gegeistert ist, oder was vorletztes Jahr. Ich glaube, das war immer noch, ich glaube wirklich langsam, das war ein Missverständnis und das war irgendein Prototyp der Apple Watch Ultra, den die Leute gesehen haben. Weil diese eckige, kantige Designsprache der noch aktuellen iPhones passt nicht so wirklich zu Uhren, die macht, lässt die Uhr viel zu dick erscheinen. Der Trick an der Apple Watch ist ja, weil sie relativ dick ist, sind ja diese zulaufenden Kanten, dass sie nicht zu dick wirkt und mit so einer kantigen würde sie schon sehr dick wirken. Außer Apple würde eine dünnere Apple Watch endlich hinkriegen, was ich aber nicht glaube. Und äh, kommt ja dazu, dass mit der 15er iPhone-Generation dieses Megakantige ja wieder ein bisschen zurückgefahren wird, vermutlich. Darum, äh, da würde ich wirklich nicht drauf wetten, ehrlich gesagt, dass die Apple Watch äh, kantiger wird. Light oder Dark Mode Typ. Ich würde mich ehrlich gesagt eher als der Automatik Typ bezeichnen. Ich finde, der Bildschirm des Geräts sollte immer an äh, die Situation angepasst sein, in der ich gerade bin und so sein, wie ich ihn gerne nutzen möchte. Darum finde ich äh, in WatchOS 10 das Wegweiser-Zifferblatt so unendlich genial, der Apple Watch Ultra. Bislang war es ja so, wenn man an der Krone gedreht hat, dann wurde es rot und hatte diesen unglaublich coolen Nachtmodus. Das war cool und hat Spaß gemacht. Jetzt kann es das automatisch, weil die Uhr hat ja einen Lichtsensor und schaut, wenn es draußen dunkel ist, dann geht sie auf rot und wenn es hell ist, dann geht wieder das normale Zifferblatt an. Das sind die Sachen, die ich unglaublich mag. Ich mag es, wenn Sachen mitdenken und mir einen Schritt voraus sind und mich überraschen. Das finde ich toll. Und äh, darum finde ich dieses, ich muss mich jetzt zwischen Light Mode und Dark Mode bei Geräten entscheiden, finde ich eigentlich doof. Das soll das Gerät für mich bitte schön machen. Und äh, das soll nicht ich entscheiden. Das ist so ein bisschen wie, wenn man äh, ins Hotel geht. Da möchte ich mich auch nicht... Äh, wenn ich ins Restaurant latsche, soll halt am Früh, äh, Morgen Frühstück kommen und am Mittag-Mittagessen und am Abend-Abendessen. Da muss ich nicht jedes Mal noch auswählen Mittagessen, Abendessen oder Frühstück. Das soll einfach die Uhr für mich erledigen und zwar automatisch. Verlängerungskabel. Passende. Also, Verlängerungskabel kann man ja einfach jedes Verlängerungskabel der Welt nutzen, weil es ja von ein Stromkabel. Aber ob es auch schöne gibt, ich, weiß, also ich vermute mal, es gibt sehr schöne, aber ich weiß nicht, ob es dann genau derselbe Farbton ist. Insbesondere das schwarze Modell, was ja nicht wirklich schwarz ist, sondern dieses Midnight macht es natürlich schon ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es aber, da kann man ja davon, das ist ja das Angenehme, wenn man äh, Apple-Produkte kauft, weil die ist ja einfach, äh, so verbreitet sind, dann gibt es immer irgendeinen Zubehörhersteller, der noch das gewünschte Zubehör dazu auch baut. Also vermute ich jetzt mal. iPad 6 mit 128, idealer Verkaufspreis, meine Güte. Äh, da bin ich bin lausig in sowas, aber vielleicht hat jemand einen guten Tipp, was würde man dafür noch bekommen und bezahlen? Ich löse solche Fragen einfach immer indem, dass ich halt auf diese Plattformen gehe und gucke, was äh, andere Leute dafür verlangen und dann, dann sehe ich ja, wo ungefähr der Preis liegen muss. Oh, verrückt. Mike hat noch das allererste iPad Mini. An das mag ich mich noch erinnern. Ich war damals beim Tagesanzeiger verantwortlich mit ein paar anderen zusammen, natürlich nicht nur ich, für die iPad App der Zeitung und äh, mein Vorgesetzter damals wollte unbedingt ein iPad Mini haben und da haben wir da die Keynote geguckt und er hat sich dann postwendend eins aus Karton gebastelt und geschaut, ob es in seine Jackettasche passt und es passte nicht. <laughs> ja, das war ja auch das Lustige. Ursprünglich war das iPad Mini das billige iPad, das günstigste im Sortiment. Danach hat es sich ja so ein bisschen hochgeschaukelt und inzwischen ist es auch ein Premium-Modell. Das iPad normal ist ja das äh, günstigste. Wobei, äh, jetzt gibt es ja das 9 und das 10 und das 9 ist noch ein bisschen günstiger. Aber... Nein, keine Angst, ich hole nicht wieder meine Infografik zur Geschichte des iPads hervor, wo ich da jeweils äh, Vorträge halten kann und erklären kann, aus welchem iPad welches entstanden ist und äh, wie sich da die Preise verschoben haben. So. Also wie könnte ich da Nein sagen, mein lieber Jan? Die Farbe Polarstern, ich mag sie unendlich. Ich hatte ja das äh, Test-MacBook, was ich hier hatte, was übrigens längst wieder zurück ist. Und äh, ich vermisse es ein bisschen, weil es so schön war. Ähm, das war ja auch in Polarstern. Ich finde Polarstern eine unglaublich schöne Farbe. Es gibt aber wahnsinnig viele Formen von Polarstern. Bei Metallprodukten ist es schon fast ein Hauch von Gold. Bei den Apple Watch-Armbändern ist es eher so eine Art von Sand. Also es ist ein bisschen wie mit Space Grau Polarstern kann auch ein bisschen alles sein, irgendwo zwischen silber und beige. So wie Space Grau irgendwie alles zwischen schwarz und dunkelgrau oder so sein kann. Das ist ja mit dem Grund, warum ich tendenziell immer am liebsten silbrige Apple Produkte habe, weil die passen einfach immer zusammen, weil bei silber kann man nicht so viel hin und her schieben und es gibt Apple Produkte, die es eben nur in silber gibt. Darum ist silber so der kleinste gemeinsame Nenner. Beispielsweise das Studio Display ist ja in Silber und der Mac Mini ist in Silber und das Mac Studio ist in Silber. Darum ist es eigentlich immer eine weise Entscheidung, Sachen zu kaufen, die auch in Silber sind, wenn man sie irgendwie im Kontext mit solchen Sachen verwenden möchte. Aber wie hältst du es denn mit dem Polarstern, lieber Jan, wenn du da schon philosophieren möchtest? Hat sich sonst noch jemand zu Polarstern geäußert? Alex lenkt ab mit der Frage. <laughs> meine Güte, stell dir das vor. Das Problem am Brotbackvideo das ist, dass man auch die halbe Zeit. Äh, Im Idealfall, wenn man so macht wie ich, also da mit dem Rührteig hat man die Hände ja nicht voll Teig, aber wenn man da dann die Brille mit Teig voll schmiert, meine Güte. Aber da habe ich schon geguckt, dass ich äh, möglichst äh, alle Techgeräte weggeräumt habe, als ich das Brotvideo gemacht habe. Ui, ui. Ja, lieber Elias, da kenne ich ein sehr gutes Fotoeditierprogramm. Äh, Lightroom nutze ich auch, wenn ich äh, Profi-Fotos mache und Meisterwerke. Aber sonst nutze ich eigentlich praktisch nur noch Apple-Fotos. Ich drücke einfach auf den Zauberstab, wenn es hochkommt, oder ich äh, ändere noch ein bisschen, äh, mache Schatten noch ein bisschen heller und das war's. Meistens reicht für mich wirklich die Apple-Fotos-App völlig. Die, ist wirklich, die kann einfach alles, was ich möchte. Oh, ja, der Fanclub des äh, iPhone Mini, ich fürchte, der, dieser Fanclub wird irgendwann mal eingestellt, weil es das Ding einfach nicht mehr gibt. Aber es ist so eine gute Größe, ganz viele Leute in meinem Umfeld haben es, lieben es und wollen nie wieder was anderes. Aber ich glaube wirklich, das ist ein Europaphänomen. In Asien will sowas vermutlich niemand, in Amerika tendenziell auch eher nicht und dafür rechnet sich es einfach nicht. So, Jan hat doch noch, hat noch einen Nachtrag zu Polarstern. Hab das MacBook Air M2 in Polarstern? Ah, ja. Ja, das iPad Air in Blau. Aber es ist ein schönes Blau, finde ich das eher blau. Aber ja, das MacBook Air M2 in Polarstern ist wirklich wunderschön. Was einfach, am, was ein bisschen untergegangen ist, auch in meiner Review. Ich habe es gerade nur am Rande erwähnt. Die Tastatur des MacBook Air ist einfach so viel schöner als die des Pro, weil beim Pro ist es einfach dieses schwarze Klotz da in der Mitte. Und beim Air sieht man halt die Polarsternstreifen zwischen den Tasten. Das ist einfach so schön. Und ja, Randnotiz, ich schreibe einfach viel lieber auf einem MacBook Air als auf einem MacBook Pro, was höher ist, weil es ist viel bequemer, wenn die Tastatur ein bisschen flach ist und das Down weniger einschneidet, darum ist das MacBook eher auch viel angenehmer. Ah, Elias findet das Tippen auf dem iPhone Mini grauenhaft. Ja, das ist eine Übungssache. Ganz viele Leute hassen ja auch das, äh, finden es absurd, dass ich die ganze Zeit mit diesem Pro Max rumlaufe, aber ich kann darauf halt unglaublich schnell tippen. Alles eine Gewöhnungssache. GamerTerm sagt Moin. Ja, wir sagen auch Moin. Wie geht's? Ja, langsam ein bisschen müde hier. Ehrlich gesagt, wir sind jetzt doch. Äh oh, ich sehe es gerade. Wir sind seit zwei Stunden dran. Meine Güte. Warum ist es hier eigentlich so hell? Ich muss doch mal schauen. Ja, war ein bisschen besser. so. Aber immer noch okay. Ähm, wo waren wir? Blablabla. Ah, ja, guck, ich sage, ich sei müde und Fabian ist auch müde, er geht auch schlafen. Recht hat er. Habe ich das MacBook Pro M2 und ich finde, es hat zu viel Hate verdient. Ah, das, was ich böserweise jeweils das Zombie-MacBook nenne. Das, äh, das, ich vermute, es ist das kleine Pro. Was eben nicht äh, das. 14er und nicht das 16er, sondern das, was noch touchbar hat und was so ein bisschen seltsam im Apple-Sortiment noch hängt. Äh, die Tatsache, dass das Ding immer noch im Apple-Sortiment hängt, ist ja ein versteckter Hinweis. Ein sehr offensichtlich versteckter Hinweis dafür, dass das Ding eben beliebt ist. Ich glaube, Firmenkunden lieben das Ding. Da können sie, äh, kriegen sie die zwei Bildschirme, die Sie vielleicht möchten für ihre Angestellten. Sie können sagen, die, ihr kriegt ein Pro. Und äh, es klingt gut und äh, ich glaube, die Touchbar hat nicht so viel damit zu tun. Aber ich glaube, das Ding hat wirklich äh, sein Publikum gefunden und ist da sonst wäre es längstens wieder verschwunden. Hat man ja beim iPhone Mini gesehen, was wir vorhin gerade diskutiert haben, dass sie auch nicht aus dem ist einfach nicht, ist ja nicht einfach verschwunden, weil Apple das nicht mehr wollte, sondern weil es offensichtlich einfach äh, zu kleiner Markt war. Da ist dann immer die Frage, warum sie das nicht haben kommen sehen. Aber vielleicht hat man sich auch verschätzt oder vielleicht wollte man es unbedingt und. Äh, Mein erstes Apple Produkt, mein erstes eigenes Apple Produkt war das iPad. 2010 habe ich mir das gekauft, das erste. Seither bin ich iPad äh, ja, Fan und Nutzer des Dings. Ich mag es einfach sehr. Damals war ich aber sehr enttäuscht. Ich habe es mir gekauft äh, bei Digitech einem Schweizer Händler, bin in in Zug gestiegen und wollte es einschalten. Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir es an den Mac oder an iTunes anschließen. Meine Güte, habe ich mich über Apple geärgert. Ich, ich habe mich so gefreut, da im Zug endlich iPad. Da, da konnte man es erst nutzen, wenn man es dann ein anderes Gerät angeschlossen hat. So ein Ärger. Und äh, streng genommen, das erste Apple-Gerät, was ich gekauft habe, war dieser iMac, der da unten so eine Halbkugel war und dann so einen schönen Metallarm, wo man den Bildschirm so hin und her neigen konnte. So einen habe ich mal gebraucht für meine Eltern gekauft. Das war streng genommen das erste Apple-Produkt, was ich gekauft habe. Bei, bei einer Schule war es so. Ausverkauf hat man die billig kriegen können und äh, der hat sich auch sehr lange sehr gut gehalten. Marcel möchte eine Lampe einschalten. Welche denn bitte? Die hier haben wir ja schon, äh, mit der habe ich ja schon blödsinnig rumgewunken. Aber hier ist so hell, hier sieht man sie fast nicht. Ah, Julian hat sich ein geflochenes Solo-Loop gekauft. Ja, das braucht ein bisschen Überwindung, weil sie auf den ersten Blick überproportional teuer sind, aber sie sind halt wirklich so unendlich bequem. Ja, kann ich nur bestätigen. Jetzt, wo ich langsam müde werde, kommt Elias mit der Grundsatzfrage, iPad oder Microsoft Surface. Die habe ich heute auch schon beantworten müssen. Hat mich ein Bekannter auch gefragt. Ich finde, inzwischen sind sie praktisch gleichwertig. Das äh, Surface hat ein paar Vorteile für sich. Das iPad hat ein paar Vorteile. Ich würde sagen, beim Surface ist. Äh, Halt mit dem vollen Windows ist man ein bisschen weniger eingeschränkt. Dafür ist es nicht ganz so elegant wie das iPad, würde ich mal sagen. Das ist die Light-Version. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht. Surface oder iPad oder so heißt es. Müsst ihr mal danach suchen. Das ist ein bisschen ausführlicher. Ah, Marcel hat noch festgestellt, dass ich nicht mehr das Apple Original verwende, sondern nein, ich verwende es schon seit gefühlt wie lange? Ich würde sagen, seit sicher zwei Jahren oder so verwende ich da die Moft-Dinger. Die sind einfach so praktisch, weil man halt das äh, iPhone dann auch gleich damit hinstellen kann. So als äh, iPhone-Ständer kann man es nutzen. Man kann es auch als TV hindrehen. Und, äh, ja, lauter so Sachen kann es machen. Also, ich finde es ein großartiges Produkt. Ich mag es außerordentlich. Ich bin großer Fan. Und es kostet auch nicht so viel. Also, das hat sich wirklich sehr bewährt. Ich muss da noch mal einen Kontrollblick werfen, was da die Kamera macht. Nachdem sie vor einer Stunde mal überhitzt hat, läuft sie jetzt tadellos und ist auch nicht mehr so heiß. Vielleicht müssen wir die einfach mal ein bisschen aufwärmen und eingrooven. Ah, Power Stereo hat sich auch ein Moff zugelegt. Ah, das Apple fällt langsam auseinander dass das auseinanderfällt, aber es hat Le ja mein Leder Apple Portemonnaie hat nach dem ersten Jahr auch ziemlich mitgenommen, erst gesagt. Ach so, Marcel möchte die Deckenlampen sehen. Jetzt begreife ich, nicht die die Gartenlampen, er meinte die Deckenlampen hier oben, da diese alten Neonröhren. Äh, die da hinten, die kann ich gar nicht mehr einschalten. Hier oben hätte es noch mal eine, die könnte man, aber die sind viel zu laut, die brummen dann und äh, nein, nein, das lassen wir. Jamiro würde gerne das Flip sehen. Die Frage ist, welches ich vermute das Samsung Flip oder das Oppo Flip. Das Oppo Flip habe ich bereits wieder zurückgegeben. Das Samsung Flip ist im Testschrank. Äh, da komme ich gerade nicht hin, das ist ein bisschen weit weg, sorry. Aber äh, falls du eine Frage zum Flip hast, immer her damit. Wir sollten so ja nächstens mal die neuen Flips sehen. Das ist ja ein Samsung Unpacked am Horizont und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. So, Jonas verabschiedet sich, wünscht gute Nacht. Das ist ein weise, weise. Ich mache da noch so die letzten Fragen durch und dann machen wir hier auch mal langsam Feierabend. Markus Fan des Solo-Loop. Ja, das Solo-Loop ist schon auch sehr, sehr bequem. Das mit der, dem zu schmal an der Ultra, ich, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob das wirklich so. Äh so dramatisch ist, wie manche Leute sagen. Ja, es, ist, es wirkt schon relativ schmal, aber äh, ich kenne auch ganz, ganz viele nicht äh, günstige Schweizer Uhren, die auch relativ dünne Armbänder haben. Also von daher, da geht, das, da geht schon mehr, als man vielleicht meint. Da kann man auch ein bisschen entspannter sein. Also ich finde, wenn es bequem ist, ruhig machen und äh, sich nicht so sehr davon irritieren lassen. Ich habe keine eigenen Wallpaper, ich bin da viel zu wenig talentiert für das, was ich immer verwende, ist vom Basic Apple Guy. Der geistert auf Twitter rum, der macht ganz viele Wallpaper und der ist inzwischen auch ziemlich eine große Nummer geworden in diesem lustigen Apple Design-Mache-Zeugs-Zirkus. Und das Lustige ist, wir haben beide so gleichzeitig angefangen mit, diesem, mit unserem neuen Hobby, er halt mit seinem Basic Apple Guy-Zeugs und ich mit meinem YouTube-Kanal. Beide haben wir da, ja, halt, wir sind da beide so ein bisschen Corona-Opfer und während Corona auf dumme Ideen gekommen. Und äh, ich sitze jetzt hier mit meinem YouTube-Kanal und habe einen Livestream, wo ja meine Güte immer noch 440 Leute rumsitzen. Und er macht halt inzwischen die tollsten äh, Apple Wallpaper, die da von Marcus Brownley bis äh, runter zu Zaya alle verwenden, weil sie einfach super sind. Ah, er meint das Galaxy Z Flip 4. Ich habe es sehr, sehr gut gefunden. Mein Problem ist mehr, ich bin nicht so Fan des Flip-Prinzips. Ich finde das Fold-Prinzip eigentlich spannender. Das Problem ist, ich finde das Fold von Samsung zu lang gezogen und groß. Ich mochte das äh, Oppo Fold ehrlich gesagt am liebsten, das Find N und das N2, was aber beides nicht offiziell zu uns kam. Ich hoffe jetzt hier, dass das Oppo Find N3 dann irgendwann dieses oder Anfang nächstes Jahr zu uns kommt. Das wäre natürlich dann schon sehr, sehr toll. Aber das Flip äh, 4 von Samsung hat mir wirklich gut gefallen, wirklich sehr, sehr, sehr solides Gerät. Aber ich würde mal noch äh, mit dem Kauf warten, bis äh, wann ist der Unpacked Event? Ich glaube, Ende Juli ist er schon. Normaler, erst war Samsung jeweils im äh, Anfang September an der IFA, dann sind sie Ende August gegangen, um Apple ein bisschen früher. Äh, zuvor zu kommen. Inzwischen sind sie schon Ende Juli, meine Güte. Ähm, ich würde noch abwarten mit dem Flip äh, und schauen, was äh, Samsung Neues bringt, weil dann sicher die Preise wieder fallen. Weil Samsung Geräte, die purzen ja immer brutal im Preis. Das, da kann man schon davon äh, profitieren, wenn wieder neue kommen. Und vielleicht ist das Flip 5 ja dann so unendlich spannend, dass du lieber da hättest. Aber das ist dann halt wieder der volle Preis. Das wird dann auch irgendwo so um die 1000... Deutsche Preise kenne ich bei Flips nicht so gut. Ich würde auch sagen, irgendwo um die 1000 Euro rum sein. Ah, Krebs hat noch eine Grundsatzfrage. Muss ich vielleicht auch mal ein Video dazu machen? Das muss man nicht selber machen. Einfach Finger weg. iPhones, Android-Handys, alle Computer sind inzwischen so gut, diese Hintergrundprozesse zu managen, dass man da einfach nicht reinfunken muss. Ist ja nicht so, dass alles, was man da im Hintergrund sieht, aktive Apps sind. Nein, das iPhone schaltet ja die meisten davon ab. Und wenn man sie dann wieder antippt, werden sie wieder eingeschaltet, die Apps. Und äh, das iPhone oder das Android-Handy oder welches Gerät auch immer ist so viel besser darin, diese Apps, die im Hintergrund laufen, zu managen, dass man da äh, besser nicht reinpfuscht. Weil, wenn man reinpfuscht, äh, braucht es dann äh, tendenziell eher wieder mehr Energie, um das Ganze wieder zu korrigieren und zum Laufen zu bringen. Die Geräte machen das eigentlich sehr gut. Das kann man einfach äh, getrost äh, liegen lassen und muss sich nicht darum kümmern. Hat jemand noch das Fußpedal gehört? Ja, das nutze ich ja, um zwischen den Kameras zu wechseln. Chip, chip. Ist leider ein bisschen zu laut. Das ist das äh, Elgato-Fußpedal. Super praktisch, aber leider, ich finde es äh, akustisch wir hätten sie es besser dämpfen müssen. Nein, das Pixel Fold ist nicht bei mir noch im Test. Ich schaue es mir dann sicher auch mal noch an. Aber Pixel-Sachen kommen immer sehr, sehr spät zu mir weil in der schweiz gibt es die offiziell nicht ja google hat den größten standort außerhalb der usa in der schweiz in zürich ich laufe da immer dran vorbei und ich bin da auch oft äh, zu besuch neulich eben wieder zu zehn jahren youtube aber die pixelgeräte bringen sie einfach nicht in die schweiz ich jedes jahr gerüchte dass sie sie dann doch mal bringen aber geräte die es offiziell nicht in der schweiz gibt vom hersteller ja man kann sie natürlich bei den händlern kaufen und dann muss man dann mit der äh, garantie ein bisschen schauen aber ich kann die in der Zeitung dann nicht äh, wirklich empfehlen, wenn nicht mal der Hersteller dahinter steht. Darum bin ich da immer ein bisschen äh, gemütlicher unterwegs. Äh, Programme, um Musik zu machen. Ja, das Logische ist natürlich jetzt Logic auf dem iPad. Aber äh, da gibt es ganz viele tolle Synthi-Apps, auch von Moog oder sowas. Aber das führt jetzt ein bisschen zu weit. Vielleicht muss ich mal ein Video dazu machen großer Liebling von mir ist auch StarfPad, die App, wo man äh, Noten schreiben kann und ganze Partituren. Das macht riesig Spaß. Die haben, wurde ursprünglich für Surface entwickelt, gibt es aber inzwischen auch fürs iPad. Kostet eine Stange Geld, aber ist einfach so toll, wenn man Noten schreiben kann. Und dann kann man es abspielen und dann hört man die Musikstücke. Das macht riesig Spaß. Oh, Samuel fragt nach den zwei Uhren. Das hatten wir heute noch nicht, äh, weil ich ganz, ganz großer Uhrenfan bin. Und normalerweise trage ich immer eine digitale Uhr und eine mechanische Uhr. Aktuell teste ich aber die neuen Garmin-Uhren, darum ist jetzt äh, hier die Apple Watch, die ich eigentlich immer trage. Und äh, aktuell die Garmin, oh ich habe die Taschenlampe vergessen auszuschalten. <laughs> die Phoenix Pro, die ich auch noch teste. Nein, aber ich mache das schon seit, seit meiner Schulzeit trage, trage ich immer zwei Uhren. Früher eine mechanische Uhr und eine Casio G-Shock und seit 2015 eigentlich praktisch durchgehend Apple Watch und eine mechanische Uhr. Die Nike Sport die mag ich wirklich sehr, gerade im Sommer, Sie sind auch einer meiner Sommertipps nebst dem äh, Mailänder Armband, genau. Mark verabschiedet und sagt, gute Nacht. Ja, wenn Raphael anfängt, über die zwei Uhren zu reden, ist wirklich höchste Zeit, Feierabend zu machen. Ist das aktuelle SE nicht aktuell genug? Was fehlt dir denn darin? Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Apple dann irgendwann die Knopf-iPhones wirklich in Rente schickt. Aber keine Ahnung, wann es so weit ist. Nixon streut noch Salz in die Wunde der iPad-Fraktion. Ja, da hat Google ja dick aufgetragen mit den Benutzerkonten, die Sie haben beim Pixel Tablet. Hat mich grün und blau geärgert, dass das beim iPad immer noch nicht so weit ist. Ich muss, da, muss man, da muss man wirklich immer wieder reklamieren bei Apple, dass sie das immer noch nicht haben. Selbst die Vision Pro kriegt ja jetzt mindestens einen Gästemodus. Also äh, sollte das doch beim iPad auch bitte schön möglich sein. Oh, Christian baut Ethernet Glaskabel Uff. ich nutze ja hier für meinen Mac Studio den ich äh, angeschlossen habe über die 10er Leitung äh, das LAN-Kabel mit 10er äh, Verbindung direkt in die Glasfaser rein und das rasend schnell und total cool aber äh, Ah, ich traue mir da kein Urteil zu, ehrlich gesagt. Äh, Kabel sind natürlich immer besser, aber äh, ob man sie wirklich braucht, kommt ein bisschen drauf an, was du künftig vorhast. Äh, wenn man baut und äh, wo, wo WLAN halt immer Mühe hat, diese äh, bei Bodenheizungen und äh, solchen Sachen. Äh, da kann man schon überbrücken, wenn man halt irgendwo Kabel dann doch hochzieht. Da kann man auch mit den äh, Volo-Sachen, da die ja das Stromnetz nutzen, da kann man auch überbrücken, aber es ist. Äh, eigentlich großartig, aber wenn man gleich Kabel ziehen kann, ist natürlich schon nochmal besser, aber die Frage ist, ob man das braucht, selbst wenn die Kinder dann irgendwann Profi-Gamer werden sollen. Weiß nicht, ob da ein Kabel, ja. Das ist auch so etwas wie Speichergrößen bei Computern. Im Zweifel kauft man immer ein bisschen zu viel und bereut es vielleicht nachher, aber lieber so als umgekehrt. Darum. Ja, aber so bei Bautipps äh, bloß nicht mich fragen. Weil äh, wie gesagt, äh, ich sitze in der Mietwohnung und äh, <laughs> kenne mich da weder mit Wärmepumpen noch mit äh, den Entscheiden rund um Kabel so wirklich aus. Oh ja, das hat jemand noch gefragt, wie viel äh, Batteriekapazität das iPhone noch hat. Schauen wir doch nach. Einstellungen, Batterie, 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 wo ist das da? Batteriezustand, Ladevorgang. Ich bin bei. Warum ist das heute so hell hier? Ich muss da mal ein bisschen runter drin. Besser. Ja, auf jeden Fall äh, bei 94%. Frage beantwortet. Das haben nämlich ein paar Leute gefragt, wie das bei meinem iPhone so ausschaut. Aber ich schaue da einfach nicht drauf, das ist mir einfach egal. Das ist dasselbe mit. Äh, der Prozentanzeige oben rechts, die will ich auch nicht sehen. Ich habe da einfach das weiße Feld und das reicht. Ich finde, oh, habt ihr das gehört? Die Garmin-Uhr hat vibriert, das klingt einfach grässlich. Schlafmodus beginnt. Wie spät haben wir denn schon? Aber oh, ja, ist wirklich schon ziemlich spät. Es sind immer noch 400 Leute hier. Ja, das war jetzt gerade ein Beispiel vom grässlichen Vibramotor, den Garmin halt immer noch. Äh der Motor wäre eigentlich gut, aber sie haben ihn halt häufig falsch angesteuert. Das ist dann macht anstatt ein subtileres Klopfgeräusch oder sowas. Nein, das mit den Akkurestkapazitäten und ich finde, wenn man es im Alltag dann wirklich merkt, dann ist es schon was. Aber ich mag nicht zuschauen, wie da die Prozentzahlen sinken. Das macht mich nur nervös und ärgert mich. Ja, Alex äh, tendiert auch zur 10er LAN-Leitung. Ich denke, das ist auch ein bisschen einfacher und unkomplizierter und nicht so teuer, ehrlich gesagt. Aber Ich kenne mich da zu wenig aus, äh, wie es ist, wenn man da Glasfaser in der Wohnung verlegen möchte. Endtime braucht noch einen Tipp für ein iPhone. Das iPhone 14 ist so teuer und das iPhone SE ist keine gute Alternative. Was empfiehlst du? Ich empfehle sowieso zu warten bis September ist und dann purzeln die Preise vermutlich schon nochmal. Aber das 14er ist ja sehr, sehr ähnlich zum iPhone 13. Darum könnte man auch da noch was sparen, wenn man ein 13er nehmen würde. Das 14er hat halt den großen Vorteil, dass es vermutlich aktuell das iPhone ist, was wir am längsten noch mit Updates und vor allem mit... Reparierbarkeit haben werden und am längsten im Apple-Sortiment bleiben wird von allen iPhones, die es aktuell gibt, weil es, äh, da haben sie die große Neuerung im iPhone 14 haben wir ja alle ein bisschen übersehen, weil es einfach äh, viel, viel einfacher zu reparieren ist und darum dürfte es ein sehr, sehr langlebiges iPhone werden. Könnte auch sein, dass das iPhone 14 dann irgendwann mal ein iPhone SE wird oder sowas. Weil es so einfach zu reparieren ist, ist es wirklich ein Hinweis darauf, dass es das iPhone ist, was Apple aktuell verkauft, was sie am längsten im Sortiment halten wollen. Aber ich kann mich da auch sehr, sehr täuschen. Also bloß nicht zu viel reininterpretieren. Ja, Alex hat es auch gehört: das Gebrumme der Garmin. Ja, der Motor drin wäre eben eigentlich schon gut, haben wir ja schon besprochen, aber ist einfach schlecht angesteuert und sie machen dann einfach immer Brr, 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 Brr und äh, solche Sachen, wo man auch viel, viel bessere Sachen damit machen könnte. Nein, das nervt mich überhaupt nicht, weil ich sie die ganze Zeit trage. Ich trage ja auch zwei Uhren zum Schlafen. Ich habe sie auch, in, wenn ich im See schwimmen gehe, über, ich habe immer zwei Uhren an, ich spüre das gar nicht. Äh, wo ich viel äh, empfindlicher bin. Ich, ich tue mich sehr, sehr schwer mit Ringen an den Fingern, aber äh, Uhren spüre ich überhaupt nicht. Aber das sind einfach Gewöhnungseffekte. Das ist ein bisschen wie mit Ohrringen vermutlich. Ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, Ohrringe zu tragen, aber so viele Menschen tragen Ohrringe und stören sich da überhaupt nicht dran. Also äh, reine Gewöhnung. Fabio Let's Play verabschiedet sich. Ja, ich bin auch dran, mich zu verabschieden, aber es kommen zu viele gute Fragen. <laughs> David hat noch eine Frage über die Akkulaufzeit der Apple Watch verbessert. Naja, man kann den immer an Bildschirm ausschalten, was natürlich keine Freude macht. Und man kann schauen, dass man nicht zu viele Apps drauf installiert, die vielleicht irgendwo im Hintergrund Strom fressen. Aber ansonsten, ja, das iPhone immer dabei haben, das hilft auch, weil äh, die Apple Watch lagert ja ganz, ganz viel ans iPhone aus. Und wenn das iPhone in der Nähe ist, kann das iPhone ganz viel übernehmen. Und wenn das iPhone weg ist, dann sucht die Apple Watch nach dem iPhone und muss ganz viel selber machen, was natürlich auch mehr Strom braucht. Jetzt noch einen 14er kaufen, weil der. Pre ich denke, der Preis wird nur noch günstiger werden, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Also falls dann äh, das iPhone 14 plötzlich wieder teurer ist, müsste ich dann nicht sagen. Raphael hat gesagt, <laughs> Preise sind immer wahnsinnig schwierig. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht. Ich habe, früher habe ich es immer so gemacht, ich habe immer eine Tag-Apple Watch und eine Nacht-Apple Watch. Das ältere Modell, was ich verwende, ist immer die Nacht Apple Watch und das neueste Modell ist die Tag Apple Watch. Und irgendwann am Abend wechsle ich vom Ladegerät die eine auf den Arm und die andere aufs Ladegerät und am Morgen wechsle ich wieder und wenn ich es mal vergesse, ist es auch egal, weil sie hält ja 24 Stunden. Jetzt mit der Ultra ist alles ein bisschen komplizierter geworden. Bei der Ultra lade ich einfach so nach Lust und Laune, wenn ich mal wieder dran denke. Aber jetzt mit der Beta-Phase muss ich auch immer ein bisschen schauen, dass ich da häufiger lade. Aber jetzt heute hat sie sich super gehalten, schau mal. Abends um fast 11 immer noch 54 Prozent. Also heute war sie sehr, sehr ausdauernd, die Ultra, obwohl ich damit noch Sport gemacht habe und Trainings aufgezeichnet habe. Bastelforsch verabschiedet sich, ja, dem schließe ich mich gleich an. Ich will Ihnen da nur noch ganz schnell die letzten Fragen durch. Gamer 10 nutzt das iPad zu wenig. Äh, pff, was macht man, um es mehr zu nutzen? Äh, Schau dir mal das Video an, was ich heute gemacht habe mit den iPad-Apps. Das hilft und äh, dann hilft einfach auch, äh, ich mache immer mal wieder so äh, Stunts, wo ich mich selber zu Sachen zwinge. Ich, aktuell habe ich mich. Äh, also inzwischen auch schon wieder zwei Monate her habe ich mich gezwungen, das iPad ohne Tastatur zu nutzen. Und äh, inzwischen bin ich ganz glücklich damit und ich schreibe problemlos im fingersystem wieder auf dem Touchscreen und solche Sachen. Manchmal muss man einfach äh, sich ein bisschen Schubs geben. Ich habe früher auch mal, das war so 2013, 2014 rum, habe ich mal. Äh, beim Tagesanzeiger so eine Serie gemacht, wo ich eine Woche lang nur mit dem Tablet gearbeitet habe. Ja, da muss man heute drüber lachen. Damals war das aber wirklich noch eine Leistung, weil es eigentlich noch, all die meisten Leute haben gesagt, mit dem Tablet kann man gar nicht arbeiten. Und ich habe dann vorgeführt, es geht schon, aber damals musste man noch viel mehr tricksen als heute. Also du kannst du dir einfach mal vornehmen, einen Tag lang deinen Laptop oder PC wegzusperren und wirklich mal versuchen, alles mit dem iPad zu machen. Ja, das könnte vielleicht helfen. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann, ja, dann. Sonst verkaufen oder verschenken. Ich nutze überhaupt keinen NAS, das ist mir zu mühsam. Ich mag nicht noch mehr Computer managen. Ich nutze einfach äh, Google Cloud und Apple Cloud, das sind meine NAS. Ich mag das nicht selber machen. Ist ein bisschen Luxusphänomen, aber ist sehr angenehm. Welche Handyhülle ich empfehle? Äh, am liebsten mag ich die Lederhüllen von Apple, aber aktuell nutze ich da immer die lustige gelbe Hülle. Die da, vor allem wenn die Kinder Pokémon spielen, mache ich die ans Handy, dann sehe ich, wo das Handy ist und wenn es runterfällt, ist auch nicht so ein Drama. Aber Hüllen bin ich nicht so der Experte, ich bin kein Hüllenfan. Oh, uh, das Gliederarmband, für wen lohnt sich das? Für Leute, die äh, Metallarmbänder an Uhren schätzen und äh, nicht erschrecken, wenn die ein bisschen teuer sind. Und für Leute, die eine Apple Watch haben, wo es farblich dazu passt. Ah, da haben wir gleich noch eine Frage zur gelben Silikonhülle von Apple. Ich habe sie seit sie aufgekommen oder seit es sie gibt, also irgendwo seit Frühling, und sie hat sich noch überraschend gut gehalten. Bei mir halten sie immer ein bisschen länger als bei anderen Leuten, weil ich unglaublich vorsichtig im Umgang mit meinen Geräten bin. Mit einem Grund, warum ich so problemlos iPhones ohne Hülle nutzen kann. Bei mir passiert einfach praktisch nie was. Aber äh, kann ich diese Gummihüllen empfehlen? Nein, nicht wirklich. Die sind so erfahrungsgemäß, wenn ich es bei anderen Leuten sehe, so nach einem Jahr fangen die an zu zerbröseln und sehen hässlich aus. Ich würde mir im Apple-Sortiment eher die Lederhülle kaufen oder sonst die Clearcases. Ich habe mir heute auch das Clearcase zum iPhone. Uh, was war's? Was? 11 Pro? Nein, es war das erste iPhone mit MagSafe. Oder das zweite? Vermutlich ein iPhone 12 im Clear Case, habe ich mir angeschaut. Und das Clear Case hat sich wirklich sehr, sehr gut gehalten. Also, ich bin persönlich nicht so Fan dieser Clearcases, weil sie nicht so toll sind zum Drandrücken, aber äh, die halten sich auch gut. Ich würde immer das Lader Case kaufen. Von Apple. Außerhalb gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Optionen. Aber wie gesagt, ich bin nicht den Hü der Hüllenexperte hier, weil ich ja selber keine nutze, praktisch. Oh, Reifel hat noch eine schwierige Frage. iPad Pro 2021 oder iPad Air 5? Ich würde halt immer zum Pro greifen, wegen dem besseren Bildschirm und der hohen Bildwiederholauflösung. Die finde ich toll. Aber jetzt bin ich nicht ganz sicher, das 21er hat das. Ich würde auf jeden Fall das 21er, jetzt muss ich überlegen, 22, das hat schon den M1 Prozessor drin, richtig. Ich würde mir kein iPad Pro mehr kaufen, was nicht mindestens einen M1 Prozessor hat, wegen Stage Manager und wegen Final Cut und allem, was da noch kommen könnte. Ich glaube, die iPads, die noch sehr sehr lange unterstützt werden von Apple, werden garantiert die M1 und M2er Modelle sein. Da wird man noch unglaublich lange Updates für kriegen, bin ich mir ziemlich sicher. Thomas verabschiedet sich, hat mich sehr gefreut. Ich versuche es auch schon, aber jetzt gehen dann gleich die Fragen aus. Darum habe ich es jetzt dann auch gleich geschafft. Ja, die Frage ist, wann das große Update für die iPads kommt. Ich denke, das neue, nächste große iPad Pro Update kommt im Frühling 2024. Da wäre es eigentlich wieder fällig, weil das letzte iPad Pros hüpfen, kommen ja immer so neue, so tendenziell alle anderthalb Jahre. Und das wäre dann. Äh, Frühling 24 wieder. Da wird es sicher sehr, sehr spannend. Äh, ich glaube nicht, dass die Dynamic Island aufs iPad kommt. Es würde schon passen, dass da irgend sowas kommt, aber dass sie da Löcher rein, in den Bildschirm reinfräsen, ist eigentlich ein bisschen verschwendet, weil das iPad braucht ein bisschen Rand und äh, da macht man die Kamera ja lieber da rein. Und, äh, darum, ich glaube nicht so wirklich, dass die Form vom Dynamic Island... Die das iPhone hat, aufs iPad kommt. Vielleicht mehr so ein ausgebautes Notification Center oder sowas. <laughs> ja, es gibt ja aber auch sehr gute vegane Ledervarianten dabei, Amazon und Co. Aber da musst du dich mal umgucken. Da gibt es so viele YouTuber, die da die ganze Zeit Handyhüllen testen. Da musst, da, da musst du dich umgucken, nicht bei mir. Jonas verabschiedet sich. Tschüss, tschüss, tschüss. Power Stereo verabschiedet sich. Josef verabschiedet sich. Ja, ich muss morgen auch früh rausmachen, kommt der äh, Kartonabfuhr. Da muss ich dann auch noch alles rausstellen. Also, wir müssen jetzt hier wirklich langsam Schluss machen. Oh, M4X fragte, was? Das Gliederarmband äh, sieht unglaublich cool aus und ich würde es nicht missen wollen, aber das Mailänder armband kann man halt viel leichter anpassen, weil äh, manchmal hat man Lust auf ein bisschen lockeres Band, manchmal auf ein bisschen engeres. Darum ist das Mylander. Wenn man nur eins haben kann, äh, finde ich die bessere Wahl. Zudem ist der Preis da besser. Nicht so teuer. Jan verabschiedet sich. Ja, die Bildungsrabatte von Apple, die muss man inzwischen im Auge behalten. Die sind wirklich gut geworden. Ich weiß aber nie genau, wer die alles haben kann. Muss man da irgendwie, glaube ich, Universität und äh, Schule? Also, ich bin da eh, äh, inzwischen so bildungsfern, darum äh, kriege ich da nichts. Ein anonymer Nutzer fragt nach MacBook Air 13 oder 15. Das kann ich einfach beantworten. Äh, beide sind super, aber das 15er würde ich nehmen, wenn du mehr zu Hause bist und das 13er, wenn du mehr unterwegs bist. Das 13er auch, wenn du zu Hause einen Monitor hast. So. Wie schnell ich so eine Frage beantworten kann, sonst dauern solche Antworten dann jeweils 10 Minuten hier auf YouTube. Max möchte noch mal gerne das Zifferblatt sehen, das schaffen wir auch noch. Es ist das da, das Palette-Zifferblatt. Ich habe es einmal mit, äh, ohne Komplikation und einmal habe ich mit Komplikationen ein bisschen anderen Farbkombi. Aber ich finde es so unglaublich schön, unglaublich entspanntes Zifferblatt und aber bearbeiten? Da wollen wir. Da verschiedene Farbkombis, die man wählen kann. Das Rot ist, alles sind super schön. Kann ich mal das da nehmen. Nein, ich nehme wieder das da. Iris heißt diese Farbkombi. Die gefällt mir sehr gut, so. sieht wirklich toll aus. Auch wenn es äh, im Schlafmodus ist, es eben unglaublich cool aus. Kommt aber erst mit Watch OS 10, muss man sich noch ein bisschen gedulden. Ah, das Omega-Modell, das ist eine Seamaster 300. Das ist die Neuauflage meiner ultimativen Lieblingsuhr, der ersten Seamaster 300 von 1957. Die lohnt es sich mal nachzuschauen. Ganz tolle Uhr. Oh, PSC noch. Äh was ich am iPad bemängle, keine Benutzerkonten, äh, kein NFC, kein U1-Chip, kein GPS in den Nicht-Cellular-Modellen, äh, kein richtiges Hintergrund-Multitasking und, 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 und. Aber das führt jetzt zu weit. Äh. Die Leute hier sagen schon alle gute Nacht und, oh, Elias weist mich darauf hin, dass wir schon zweieinhalb Stunden sind, ist ein Rekord, meine Güte. Bei MX wird es wohl das Mylander-Armband. Ich denke auch, damit wir da am meisten Freude haben. Aber äh, mal schauen unbedingt berichten, wie es dir gefällt. Aber ich, wenn ich nur ein Apple Watch-Armband haben könnte, würde ich immer das MyLander nehmen. Weil das ist so die ideale Fusion aus allem. Es sieht elegant aus, es ist super bequem, es ist robust und man kann es halt anpassen, je nach Tagesform. Ja, jetzt, wo ich mich verabschiede, kommt noch Stefan. Jetzt bin ich auch da. Aber. Keine Sorge, lieber Stefan, du kannst einfach wieder zurück an den Anfang spulen und das Ganze noch mal gucken. Das schaffen wir auch noch. Äh, Daily Driver ist das iPhone 14 Pro Max in Dunkelviolett. Äh, nein, Dunkellila heißt das in Deutschland. Ich nenne es immer Dunkelviolett. Das gute Stück hier mit dem Moft-Dings hinten dran und Genau, muss irgendwie Hochschulangehöriger sein. Bin ich nicht, darum habe ich ja keine Bildungsrabatte. Aber was sich auch immer lohnt zu gucken bei Apple sind die Black Friday-Angebote. Die sind auch ein bisschen besser geworden. Früher waren diese Angebote von Apple jeweils völliger Witz, aber inzwischen lohnt es sich da zu gucken. Ich habe meinen Mac Mini direkt bei Apple gekauft, weil ich ja den 10-Gigalan-Anschluss wollte und habe es an Black Friday gekauft und da habe ich, glaube ich, irgendwie 100 Franken Rabatt gekriegt. Ja, Michael hat recht, ich soll wirklich aufhören. So. Akku, Louis ist noch aufgetaucht, der ist letztes Mal schon zu spät gekommen. Ein zu spät. Kopf. Kann man hier nicht. Uli verabschiedet sich auch, der hat morgen auch noch zu tun. Was hältst du von der Apple Watch SE? Äh, ich mag sie, aber ich würde sie nicht kaufen, weil ich nie eine Apple Watch ohne immer einen Bildschirm haben wollte. Ich würde lieber meine Fünfer weiterverwenden, als die allerneueste SE zu haben. Ja, ich bin großer Fan des immer an Bildschirm. So, Max S. bedankt sich. Nojus geht schlafen. Und äh, Stoffi ist froh um den Tipp mit dem Clear Case. Da sind wir ja wirklich jetzt langsam durch. Zack, Zack, Zack. Und Leute des Freiwilligendienstes bekommen auch noch Rabatt. Und äh, Luis lacht. Das ist doch großartig, mit dem lachenden Gesicht aufzuhören. Also hat mich sehr gefreut, war die alle da. Unbedingt äh, Abos abschließen, Daumen nach oben drücken oder Daumen nach unten, wenn es blöd war und euch Raphael vom Schlaf abgehalten hat. Und <laughs> ja, zum iPad Mini sage ich jetzt heute nichts mehr. Jetzt, äh, sende Schluss, aber über das iPad Mini sprechen wir dann auch wieder mal. Mal schauen, wenn da ein Update kommt. Da bin ich auch gespannt. Kommt da bald wieder eins oder ist das so... Ja, das Mini ist wirklich spannend, in welche Richtung das weitergeht. Das wird eines der größeren Rätsel, weil da ist auch langsam mal wieder ein Update fällig. Also, hab mich sehr gefreut. Tschüss, tschüss und gute Nacht.